In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gutmachen will, was Hades zerstörte, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt. Und Möglichkeiten. Ah, der Miese, er hatte so einen Funken irgendwie eingefangen, ne? Wow, das war eine echt gute Zusammenfassung und hat mir wieder gezeigt, wie sehr ich diese Welt und diesen Kontrast zwischen Natur und Maschine und so einem Bums einfach lieb gewonnen habe. Und ultraschwer. Junge, was sind denn diese ganzen Schwierigkeitsgrade? Holy, wir pegeln uns wieder schön in die Mitte rein und bleiben auf normal, würde ich sagen. Zack. Unterstützung, entdecken oder geführt. Minimale HUD-Informationen, seh dir die Welt an, um deinen Weg zu finden. Markierungen und Symbole auf dem Bildschirm, die dich auf deiner Reise unterstützen. Glaube, dann nehmen wir schon geführt, oder? Entdecken, da komme ich ja nie an. Das können wir ingame auch nochmal ändern. Das hatten wir, glaube ich, gerade in den Barrierefreiheitsoptionen. Darum nehmen wir erstmal geführt. Sonst komme ich nie irgendwo an, Junge. Holy shit. Bei einzelnen Questfortschritten wird häufig automatisch gespeichert. Manuelle Speicherungen können bei Lagerfeuern gemacht werden. Okay. Ah. Nicht so ah. Sieht so schön aus. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Oh. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll.
Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese, unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber es hält nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elisabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Okay. Oh! Was? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian. Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du's so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich hab dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. ich erkläre dir alles unterwegs. Der Technik-Talk, fühle ich. Daten sichern, was ist das? Du siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Ja, er kommt jetzt erstmal gar nicht mehr klar. Wow. Wollen wir? Diese roten Teile ist wie eine Pollenallergie. Die XXL-Version. Alle sind gegen allergisch und es ist überall.
Panik. Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Klingt gut. Fangen wir an. Okay. Ah, es sieht so hübsch aus. Diese Pflanzen sehen nicht wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Ja, das tue ich. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. Wie Algen im Aquarium ist so. Gesichtsanimation ist um Welten besser. Mega schön gewesen, ja. Wirklich toll. Mit Pfeiltaste oben kann ich mich heilen. Bitte? Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, wir sollten weitergehen. Schmeckt nur nicht. Oh. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Kann ich hier erstmal Sightseeing machen? Das ist ja wunderhübsch, Mann. Sogar das Wasser sieht gut aus, auch wenn ich darauf verzichten könnte. Aber ich weiß es ja schon. Ich habe ja in den Trailern gesehen, dass man tauchen muss. Dass wir Unterwasserviecher haben. Aber da muss ich durch. Für Aloy Vera. Wow. Genau, ich bin die Wunderheilung. Ich bin in Salben drin. Ja, Mann. Der Dream. Medizin, die nicht schmeckt, wirkt besser. Ja, trust me. Quelle ist... Sie ist überall. Die Bitterkeitsmafia. Da sind noch mehr Pflänzchen. Ich will erstmal meinen Medizinbeutel voll machen. Muss ja erstmal wieder klarkommen hier. Und das bedeutet, ich werde massiv auf die Schnauze bekommen. Ey, ich würde mich ja am liebsten überall umgucken, ne? Aber ich glaube, hier jetzt in der Startzone sind noch nicht so viele Kisten und Co. versteckt. Christa, hi. Da haben wir sie. Die Plage. Kommt wirklich auch gefühlt aus dem Nichts, ne? Einfach bam durch den Stein. Und ab dafür. Wetten, das Amulett ist das Backup. Irgendwas hat es damit auch auf sich, ja. Wenn es nicht ein Schlüssel ist zu einer Geheimkammer, dann sind da die Daten drin oder so. Du hattest wirklich einen weiten Weg bis hierher. Ein paar Mal hätte ich dich fast eingeholt. Aber es ist schwierig, eine Maschinenreiterin einzuholen. Du warst immer ein guter Fährtenleser. Oh, was ich gerade angefasst habe, war schleimig. Das glaube ich dir gern. Wieso muss es denn auch noch schleimig sein? Ist es nicht schlimm genug, so wie es aussieht? Diese Ruinen, da müssen wir hin. Ja, wir haben hier irgendwie Wege nach unten. Eine Seilrutsche, wir können aber auch links. Den Backup? Also, das ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Klingt kompliziert. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber daran können wir nach unten rutschen. Nice, der Bruder, der die Kanten bemalt, ist zurück. Das finde ich nett. Dieser Tage reist du mit leichtem Gepäck. Ja, ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Aber gut, dass sie es mit reinbringen, ne? Das ist ja immer die Frage, wenn es so einen zweiten Teil gibt. Warum müssen wir jeden Scheiß neu lernen und haben unser geiles Equip nicht mehr? Ah ja, wir haben es verloren. Mhm. Verstehe. Bei Kratos hat der Winter alles beschädigt, ne? Hier haben wir es einfach verloren. Let's go. Oh, ich krieg Schaden. Das Atmen fällt dir schwer. Ich hab doch safe Kämpfe in dem Zeug, oder? Das ist ja wie so ein permanenter Dot. Okay. Gut, dass ich es jetzt gesehen habe. Hab ich da. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Geil. Den fressen wir. Ja, Mann. Schön die Metallsplitter zwischen den Zähnen. Das ist der Hardcore-Shit. Sie hat einfach auch Allergie. Ja, eigentlich ist die Plage gar nicht so schlimm. Die Entwickler sind nur auch alle Pollenallergiker. Und wollten ein Game machen, wo man einfach sinnlos alle Pflanzen kaputtballert. Let's fucking go. Das ist genau das Spiel, auf das ich Bock habe. Es sieht aber wirklich nochmal dolle besser aus als Teil 1, oder? Also Teil 1 fand ich auch schon echt hübsch, aber das hier? Wow, Junge. Richtig fett. Jack sagt auch gerade, ne? Grafisch ordentlich zugelegt. Auch das Gameplay wurde nochmal verbessert. Ah, okay. Naja, mal sehen, ob ich davon viel mitbekomme, wa? Oder ob ich eher... Wo ist denn mein Rollen? Das ist Hocke.
Ah ja, diesen hier mache 24/7. Hier stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Imagine, du bist mit wem unterwegs, der sich nur sofort bewegt, egal wo. Junge, in der Wildnis auf dem Bazar im Hotel. Hopp, hopp. Da sehe ich mich aber auch. Bin nur leider zu unsportlich dafür. Schade, schade. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Es könnte Ärger geben da vorne. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Ja, da müssen wir reinhauen, ne? Das ist ja völlig klar. Reinholz. Ah, wir haben immer so Stöckchen gesammelt für Pfeile. Und dann hatten wir unterschiedliche Munitionstypen. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Warte, ich muss noch weiter sammeln. Hier sogar. Guck mal, im Auto drin. Ey, das ist ein guter Mann. Der hat seinen Garten immer dabei, ne? Hervorragend. Halte L1 gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen. Ah ja, und dann konnte ich hier auswählen. Verschiedene Bögen hatten wir ja auch, ne? Dann hatten wir so Fallen, die wir spannen konnten und. Da habe ich auch sehr, sehr lang gebraucht, um da richtig mit klarzukommen. Ich auch. Pfeile sind bereit. Mal sehen, wie das diesmal aussieht. Bisschen Angst ist da, aber das wird schon. Kann ich nicht die Pfeile mitnehmen, die in dem Vieh stecken? Die haben doch zumindest schon mal Metall durchbohrt, aber genau deswegen sind sie vermutlich nicht zu gebrauchen, wa? Die sind einfach komplett im Arsch, Junge. Wo? Mehr Holz? Sehr gut. Taschen konnte ich, glaube ich, auch vergrößern. Da hatten wir ja verschiedene Mats. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Ich muss nur auf das Schloss zielen. Das kann man jetzt auch als Drohung verstehen, ne? Wenn er zu viel labert, Junge, ein gut platzierter Pfeil. Beim Zielen R2 gedrückt, um den Bogen zu spannen. Kann ich auch so einen ganz schnellen schießen, ohne spannen? Oh, kann ich auch. Okay, das ist good to know. Das Schloss klemmt ganz schön, hä? Aha, der reicht aber nicht. Nur ganz zurückziehen. Ja, ja, vollständig gespannt ist dein Bogen präziser, unverursacht vollen Schaden. Das heißt, hier ein bisschen Quickscopen ist nicht gerade die beste Idee, ne? Hat geklappt. Nach dir. Da sollte man sich den Moment nehmen. Okay, okay. Paar Metallscherben, rein da. Tommy, mit dem 5. Monat. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Hier rottet alles vor sich hin. Wenn wir jetzt Pfeile haben, gibt's doch gleich auf die Schnauze, oder? Meine Göttin. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Wie sie jetzt immer ihre technischen... Was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Ja, true. Direkt zur nächsten Mission. Wie sie auf ihre technischen Begriffe jetzt verzichtet, damit er es auch versteht, ist so ein bisschen wie wenn ich mit meiner Oma rede. Und meine Oma mich fragt, was machst du da so am Computer den ganzen Tag? Spielst du da lustige Videospiele? Und dann muss ich überlegen, was sage ich jetzt? Wie spricht man nochmal normal? Wie redet man, ohne dass jedes dritte Wort irgendwie ein Twitch-Emote ist oder eine WoW-Attacke? So geht's Aloy jetzt auch. Das fühle ich komplett. Da ist auch wieder so ein Ausbruch, ne? Einfach aus dem Boden gebrochen. Und da liegt was. Ah, es ist der Fuchs. Oh no. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Und die Menschen werden auch krank. Und verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Ja, das haben wir ja im Intro gesehen, ne? Wenn der Scheiß übergreift auf Felder und so, das ist ja wieder gute Korn von Baron Totenschwur, ne? Sollte man vielleicht auch dann nicht allzu krass inhalieren. Aber gut. Anscheinend haben wir ja noch ein paar freie Flecken. Das gibt ja zumindest Hoffnung, ne? Aufbrechen? Was? Oh! Wait, ich kann den Kofferraum... Oh, wow! Das ist ja geil. Was Gutes? Ein paar Vorräte. Damn! Das ist ja ein geiles System. Der Einbrechersimulator. Okay, cool. Was gibt's hier? Ersatzreifen, Erste-Hilfe-Kasten. Boah. Das war ein gesetztreuer Bürger hier, ne? Wo sind die Leute mit dem Koka hinten drin? Das können wir dann gut auf dem Markt verticken.
Wo sind hier die Drogenkuriere mit ihren Autos, Junge? Das könnten wir ordentlich loswerden. Direkt nach 10 Minuten Game Time komplett reich. Aber nee. Das gönnen sie uns nicht, Mann. Sad life. Da kommt ja auch bald ein DLC raus. Oh, tatsächlich. Ja, schön. Das kommt uns doch dann sehr gelegen, wa? So wünschen wir uns das mit dem Timing. Hier runter. Und wenn das kein Boss-Pit ist, dann weiß ich auch nicht. Mit dem Gras. Oh, ganz am Anfang im ersten Teil, ne? Wo wir mit der Baby-Aloy-Version rumklettern mussten. Das kann was werden. Schnell, ein Frettchen. Oder ein Otter, oder... Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wir haben schon was... Die Maschinen haben ihn alarmiert. Niedliches. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Okay. Mit R3. Aha. Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Ein Gräber. Okay, so eine Art Maulwurfsotter. Verstehe. Und jetzt, kann ich die Bauteile... Es ist eine Schwachstelle. Okay. ...durchschalten. Auge-Schwachstelle. Hinten ist aber auch so ein Rohstoffbehälter. Abnehmbar, enthält wertvolle Rohstoffe. Wird zerstört, wenn getötet. Den sollte ich also für den maximalen Loot vorher runterschießen. Ja, ansonsten schön ins Auge, ne? Das kennen wir ja schon. Verstehe. Bin bereit. Ja, okay, ich glaube, ich nicht. Ich habe ihn getroffen, das ist schon mal gut. Und er weiß nicht, wo ich herkomme oder was. Oh, Augentreffer. Yo, Big Shots. Geil, ey, die ersten drei Schüsse waren gar nicht so bad. Es kommt noch einer, natürlich. Ich dachte, das war der Endboss, Mann. Wie viel schwerer kann das noch werden? Da oben ist er. Okay, Achtung. Schön entspannt. Oh, der wackelt aber ganz schön hin und her mit seinem Auge. Jetzt ist gut. Oh, Big Hits, Junge. Der Aimlord ist zurück. Was macht er da? Junge. Er schmeißt Steine. Stop it. Nice. Woher weiß der Fokus das alles? Er liest die Daten der Maschine. Wie ein Jäger, der auf der Lauer liegt? Ja, in der Art. Genau. Das sind alles Jäger auf der Lauer. Massenfly mit dem nach fetten T2er. Über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Spannend. Diese Maschine wurde auch erschossen. Alle sind nach Hause gegangen. Die wurden zum Glück nicht erschossen wie diese Maschine. Ey, wie viele Pfeile auch. Die haben nicht so gutes Aim wie ich, ne? Den werde ich mal Unterricht geben. Massenfly, der 42. Junge. Vielen, vielen Dank. Wenigstens grandiose Unterhaltung am Start, wenn man schon mit Benderis rumgammeln muss. Na, du machst Sachen. Gute Besserung wünsche ich. Das ist ja auch immer scheiße, ne? Ist so. Auf dass es schnell wieder alles heile ist. Maverick, hey, den Streamstart verpasst. Oh, Junge. Die oberste aller Sünden, ne? Grüße dich. Jetzt überlege ich doch, mir von meiner Auszahlung eine PlayZ 5 zu holen. Ja, es ist halt teuer wie Fick alles, ne? Aber ich meine, sieh dir diese wunderbaren Pflanzenbüschel an. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, würden die Pandaren jetzt sagen. Sabine, hi. Dann nehme ich gleich mal wieder Holz mit. Das muss man sich direkt angewöhnen. Dass man gleich wieder jeden Scheiß einsammelt, damit man immer schön Pfeile machen kann. Davon werde ich träumen von dieser Bewegung, ist so. Einer meiner besten Freunde hatte als Ferienjob mal so einen Zusammensteckjob am Fließband bei einer großen deutschen Automarke und hat da tagtäglich, stundenlang dieselbe Bewegung gemacht, nämlich irgendwas irgendwo reingeschraubt. Und diese Bewegung hat er im Muskelgedächtnis drin, ich wette heute noch. Und so wird es bei mir hiermit sein. L1, X, Pfeile herstellen. Junge, das ist nachher einfach, wenn ich am Kaffeetisch sitze und mir einen Kaffee eingießen will, dann mache ich erstmal L1 X. Scheiße, Mann. Molkal, der 33. Dankeschön. Vielen Dank. Kann ich hier irgendwie durch? Oder bin ich jetzt One Piece geschädigt? Ja, Chopper würde da durchpassen, ne? Ah, zu viel Odyssee gespielt. Seht ihr gut, dass wir die Markierungen haben. Wir würden sonst nie aus dem Startgebiet rauskommen. PS5 oder neuen PC? Ja, schwierig, ne?
Schwierig. PS5 oder eine neue Grafikkarte, lul. Mensch, es ist so schick hier. Ich meine, ich wäre jetzt IRL schon tot, wegen den ganzen Pflanzen und Käfern, die hier so rumkriechen. Mich würden nicht mal die Maschinen töten. Ich würde einfach einmal tief einatmen und dann wäre es das gewesen, ja? Keine Leiter. Ich muss das Schloss treffen. Dann ist Endstation. Wo ist denn die Leiter? Ach, da ist sie. Mensch, die hat sich ja besser versteckt als die Gräber hier. So, potz. Geschafft. Nice. Das ist nett, ne? Früher wurden nur Kanten angemalt. Mittlerweile aber haben wir richtig Leitern, die hier platziert werden. Schön. Am besten direkt auf die PS6 sparen. Das ist auch Big Brain Move, ja? Damit man dann, wenn sie rauskommt, keine Hypothek aufs Haus aufnehmen muss. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ersatz kann nicht schaden. Oh wait, wenn ich in der Hocke springe, stehe ich nicht automatisch auf? Naja, ich bleibe leise und unauffällig, wenn ich hüpfe. Sehr gut. So, haben wir noch irgendwo ein paar Gegner? Ich finde, es ist hier zu ruhig im Dschungel dafür, dass wir gerade... Wir gehen in eine Ruine der Alten. Göttin, schütze uns. Fight hatten. Alles gut, Val. Aber nein. Es bleibt entspannt. Na, von mir aus. Kelton, hi. Wenn die Allergien kicken, dann fällt's wie ein Baum. So ist es. Was ist das denn hier? Auch eine Art Leiter? Leiter herunterlassen. Junge! Bäm, damit kommen wir wieder hoch. Okay, ja, da unten möchte ich auch nicht rein, weil das macht dir Schaden, wenn ich das einatme. Dann... Willkommen in der Far Zenith Startanlage. Far Zenith? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben, aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Ja, Mann, wir machen erstmal eine Sightseeing-Tour, habe ich mir doch gewünscht am Anfang. Siehste, man muss sich auch nur mal... Sieht wie eine Sackgasse aus. Was wünschen? Bro, sag mir, es ist nicht die nächste Freya hinter mir. Sag mir, du benimmst dich, wenn ich irgendwas erkunde. Oh nein. Freya war nie weg, Leute. Wir haben God of War nie verlassen. Wozu braucht man auch eine PS5, wenn man Craft eh zuschauen sollte? Aha. Siehste? So nämlich. Genug Schleim produziert für heute. Da ist jemand. Hallo. Na? Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Hm? Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft, Dr. Sobek. Okay. Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Gut, finden wir einen Weg rein. Ich hätte ja fast gedacht, das bringt uns jetzt nur Vorteile. Oh, er macht auch. Wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Ja, der hasst uns einfach. Aber geil, dass genau dieses Scan-Pit hier noch funktioniert. Alles andere ist total überwuchert. Aber das hat so eine geile Schutzlegierung. Läuft. Dann breche ich jetzt einfach hier ein. Wer will mich aufhalten? Altes Klangspiel. Das ist, glaube ich, einfach Stuff, den wir verticken können, ne? Da gab es ja auch immer ein bisschen Müllimüll. Und da haben wir eine wunderbare Tür. Ey, der zieht hier aber... Können. Ja, aber trotzdem. Es macht schon den Eindruck, dass hier gleich alles zusammenbricht, oder? Ich meine, allein das hier? Was zum... Junge. Da habe ich gar kein gutes Gefühl. Naja. Messer rein. Gedärme. Raus. Schön, es brennt hier auch noch. Ah, super, es wird immer besser. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Ja, der hatte Angst, dass der Typ vorne sonst die Security ruft, ne? Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Weiß ich nicht, Bruder. Ich weiß es nicht. Aloy hat auch schon die Schnauze voll, sie redet gar nicht mehr. Macht nur seltsame Schritte, wenn ich versuche, um dieses Bündel drumherum zu rennen. Oh nein. Oh nein, direkt im Feuer verreckt, Mann. Das stinkt hier so. Ich. Sorry. Ich lebe im Dschungel, Bruder. Ich wasche mich jetzt nicht so regelmäßig, okay? Das zieht sonst nur die wilden Tiere an, wenn man zu gut riecht. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssen hier nach Schrott gesucht haben.
Säure. Das erklärt den Geruch. Und es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Ja, oder wir sollten uns relativ zügig hier verpissen. Das ist natürlich keine Option, ne? Wir untersuchen das. Ja, ja, Detective Aloy ist unterwegs. Aber erstmal will ich hier drüben eigentlich gucken. Weil vielleicht haben die ja doch noch ein bisschen Beute liegen, wa? Was auch immer hier eingedrungen ist, war bestimmt keine riesige Killermaschine oder so. Ich meine, die hatten zumindest noch Zeit, ihre Wäsche aufzuhängen. Schau mal. Oh, toll, sogar das gestreifte Hemd, Junge. Die wollten sich schick machen. Hier wurde mies trainiert. Bam! Oh, fancy moves. Yo, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist auch das Erste, was ich machen würde, wenn ich in so ein zerstörtes Lager reinkomme. Junge, die haben Trainingsattrappen. Die müssen kaputtgeschlagen werden. So richtig full Stereotyp Mann gehen und erstmal alles kaputt hauen, was noch da ist. Let's go. Aber anscheinend gibt's hier doch nicht so viel. Na denn. Geröll. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Oh, wow. Hey, Leute, okay. Drüben. Ich glaube, ich hab da was. Bruder, kannst du mir einen Gefallen tun? Weil ich habe wegen dieser blubbernden Säure hier so ein bisschen Angst, dass da oben jetzt ein Verlassener erscheint und mir irgendwas von seiner Rache erzählt. Kannst du dich darauf konzentrieren, dass du den schnell runtersnipest, wenn es soweit ist? Das wäre nett, Mann. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden. Nice. Der Fokus ist der beste Mitarbeiter, aber... Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Kann der Fokus uns auch erklären, was sein Haken macht? Ich denke nicht. Du beobachtest den beim Verrecken? Und ich loote. Das ist Arbeitsteilung. Maschinenkabel stärker als Seil. Aha. Das ist doch ein guter Anfang. Da hinten glitzert's noch. Und viel mehr gab's hier ja auch wirklich nicht, ne? Der Wäschehaufen. Ein Rucksack. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Okay. Oh, feinster Schrott. Ich glaub, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Du könntest diese Werkbank benutzen. Oh, wait, wir können direkt basteln. Okay, nicht in die Säure rein. Oh Gott, Feuerschaden schon mitgenommen. Nicht noch Säure, bitte. Werkbank. Ein Zugwerfer. Spezialausrüstung legendär. Eine verbesserte Version des Prototyp-Werkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzen und sie herbeiziehen kann. Ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Ja, geil, nehmen wir mit. Tada, der Todesgriff. Ja, Mann. Da, ein Zugwerfer. Ah. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Der Zugwerfer. Sehr gut. It werfs Züge. Der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Wie sieht das Kreuz denn aus? Sehe ich das relativ auffällig oder werde ich darauf achten müssen? Halte zum Einsetzen L2 und dann Dreieck. Okay. Ah, da ist er. Der Zug. Bam. Okay, das war nichts. Ah, ich muss ihn wirklich da einhaken oder was? Ah, da ändert sich dann tatsächlich unser Fadenkreuz. Verstehe. Bam. Dachte ich zumindest. Jetzt. Ja. Geschafft. Easy. Geil, ich dachte, da ist jetzt so viel Rums dahinter, dass wir den ganzen Schutt irgendwie wegdrücken, aber das ist ja hier Millimeterarbeit, Junge. So, Dreieck und bam. Ja, Junge. Zack. Wow. Das ging besser, als ich dachte.
Und er wurde fast von dem Stein erschlagen. Aber hey, super, ne? Einwandfrei. Arbeitssicherheit. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ahu. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Was soll das für Kämpfe werden? Wofür ist das nur? Wenn wir jetzt Züge werfen können, ne? Na, vielleicht nehmen wir die von der Deutschen Bahn. Die brauchen dann erstmal noch 2 Stunden, bis wir dann auch einschlagen, ne? Musst du den Gegner dann 2 Stunden lang im Kreis kiten und dann rums, kommt auf einmal Thomas die Lokomotive um die Ecke. Död. Wow. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dahlgard. Oswald. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Okay, was wohl cool. In Auditorium ist? Wir werden es sehen. Ich schätze, das ist unser nächstes Ziel, aber... Der Impuls hat nicht viel gebracht. Ich sollte scannen. Ah ja, wir haben auch einen Unterschied zwischen einmal kurz drücken, wo ich wirklich nur so einen Impuls aussende, und gedrückt halten. Bam, wo wir dann wirklich im Scan-Modus sind. Der Jumba-Nacktscanner. Nice, Bruder. Stabiler Hintern. Aber auch hier sehe ich nicht so viel, hätte ich fast gesagt. Vielleicht komme ich da hoch. Ah, ein Greifpunkt. Fancy, da ist auch noch was. Noch ein Greifpunkt. Junge, das ist ja richtig übergreifend hier, das System. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr gut. Link zum Nacktscanner. Muss ich erstmal ein Product Placement klar machen. Jetzt beim Scannen eurer Nachbarn 10% sparen. Yeah, muss ich jetzt jedes Mal so und dann so. Ich glaube, ich mache was falsch. Ja, ich muss wirklich genau drauf ziehen, oder? Das ist so Millimeterarbeit. Nee, es schwenkt wieder nicht um. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht. Bestimmte Punkte springe und tippe X. Ich kann es gar nicht so machen. Ich muss die Mechanik so nutzen. Okay. Wie geil ist das Licht gerade? What? Wow. Hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Keine Angst. Wir suchen dir einen anderen Weg. Ja, du lebst jetzt da unten. Ne? Ist schon okay. Gut sinnig, dass wir das anders machen, sonst hätte ich ja jetzt den Haken zu mir runtergezogen, ne? Das wäre irgendwie nicht so zielführend gewesen. Scheiße. Ich habe die ganze Zeit vor meinem geistigen Auge eine Kapsel von der Capsule Corporation aus Dragon Ball, die man wirft und ein Zug rauskommt. Ey, Mann. Ja, genau so. Wir finden einen Zauberstab und kriegen dann so einen Patronus wie bei Harry Potter. Das ist einfach auch ein Zug, der überall rüberfährt. Das ist der Lifestyle. Da geht's schon weiter. Warte, so. Bam! Nicht schlecht, Junge. Nicht schlecht. Rüberklettern und ich habe hier bestimmt dann gleich wieder eine Leiter, die ich ihm runterlassen kann, oder? Mit Viereck geht's nach unten. Und was mache ich hier? Einfach so rüberjumpen, oder? Beim Bewegen L3, um zu sprinten. Und im Sprint X für einen langen Sprung. Okay, here we go. Yeah! Easy. Oh, Ja, Arbeitssicherheit strikes again. Craft und ins Spiel nach oben schauen hat noch nie funktioniert. Ja, aber hier gibt es, glaube ich, keine Raben. Daher haben wir, denke ich, gute Chancen, trotzdem brauchbar okay, voran. Ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Zu kommen. Die Leiter runterlassen, ja. Da unten steht er auch schon. Da ist eine Kiste. Haben wir so noch irgendwas anderes? Wo wir brauchbar interagieren können? So kann ich einfach... Ich glaube, ich kann den Zugwerfer benutzen. Oh, for real? Das geht tatsächlich. I see. Dann muss ich aber diesmal so wieder umschalten, oder? Bam. Und dann... Wow, jetzt liegt sie tatsächlich unten. Ich bin begeistert. Und da ist die Leiter. Schau an, wir können auch Loot ranziehen. Das ist schon big, was man damit alles machen kann. Dafür, dass das das erste Werkzeug ist... Finde ich direkt einen alten Zahnstocher. Na moin. Das hat sich ja richtig gelohnt.
Schatz, wir haben nur noch eine Kiste für unsere Wertgegenstände. Was packen wir rein? Das Foto unseres Kindes? Nein, diesen Zahnstocher. Mit dem entferne ich mir schon Fettfäden vom Matt aus den Zähnen. Da war das Kind noch gar nicht geboren. Der ist wichtiger. Bitte sehr, Bal. Danke. Kein Problem. Hast du auch Fettfäden zwischen den Zähnen, Bruder? Oh, er ist noch gar nicht da. Naja, dann führen wir dieses erwachsene Gespräch irgendwann anders. Schick. Mehr glitzernde Homo sapiens. Partikel. Wir haben die Grenzen immer getestet, als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Phasenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Phasenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe: Die wahre Natur der Unsterblichkeit ist... Daten beschädigt. Wiedergabe angehalten. Never lucky. Sie konnten in den Himmel fliegen? Zu den Sternen? Also... Ja, quasi. Das Schiff, die Odyssee, sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Na. No. Gab Elizabeth Ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Hello. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt? Wir bei Phasenith glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Ja, Credits. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Naja, alle tot. Ah. Da, das Backup. Das sollte da drin sein. Viel zu hell hier jetzt. Da kann ich nicht rüber schwimmen. Dann müssen wir außen rum. Komm schon. Wir laufen einfach einmal ums Meer. Kein Problem. Er hatte jetzt auch so ein bisschen Vibes von so einem Startup in Berlin, oder?
Ja, sie können hier investieren. Wir als Menschheit haben viel erreicht, aber es geht noch weiter. Ich glaube nicht, dass die Alten fliegen konnten. Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Sieht ganz so aus. Wie es da oben wohl ist? Zwischen den Sternen? Investieren Sie noch heute in unseren HDMI-Kaffeefilter. Verändern Sie Ihr Leben. Nice. Aber die haben generell ein bisschen kompliziert gedacht hier, oder? Ich meine, ja, Ende der Welt und so, Rettungskapsel, alles schön. Aber wenn es darum geht, einfach einen Ort zu erreichen, wo noch niemand war, dann hätte man als Reiseziel... Wir gehen über den Fluss. Wir finden einen Weg. Gehen wir weiter. Hätte man als Reiseziel auch einfach den Ort zwischen den Beinen eines WoW-Spielers wählen können, oder? Weiß ich nicht, warum man da immer zu den Sternen reisen muss. Wir sind doch vorbereitet. Zugewachsen. Das fällt dir jetzt erst auf, Bro. Wir sind seit einer Stunde im fucking Dschungel unterwegs. Hier sind ja Pflanzen. Damn, Boy. Hier muss ich wieder Vielleicht meine... kann mein Fokus hier helfen. Zugdingens benutzen, oder? Ich sollte das Ding aus der Wand ziehen können. Yo, guck mal, ich weiß das schon ohne Fokus. Junge, it's time. Aber wait a second, wir mussten den Fokus auch erstmal wegstecken, den Haken nehmen und dann so. Bam. Oh, Big Combo. Yeah. Das hat geklappt. Ich warte auf den Moment, wo in der Sekunde des Rausreißens mich irgendwas dahinter anspringt. Das ist wieder so richtig schönes Dead Space-Feeling, Junge. Seit wir in Dead Space mal so eine Tür geöffnet haben. Unheimliche Ruine. Und dahinter war einfach direkt ein Vieh, das mich sofort anhopste, bin ich so vorbelastet, Junge. Jede Tür in jedem Game. Scheißegal was, da ist ein Alien-Zombie hinter, oder? Ich weiß es. Ich weiß es. Über uns. Was ist denn das? What? Ich weiß nicht. Das könnte die Osseram getötet haben. Sei auf der Hut. Ich bin immer auf der Hut. Oh, das ist eine Schlange. Die Weltenschlange. Das war auch diese Säure, das ist Schlangengift gewesen. Die hat er einfach platt gehauen da im Lager. Oh, boy. Na gut, die ist ziemlich groß, das heißt... Die Plage kratzt im Hals. Ja, dann geh doch raus da, was machst du denn? Das ist so, wie wenn du so ein Lagerfeuer machst, ne? Bisschen Stockbrot grillen, bisschen Entspannung, schönes Bierchen dazu. Und einer legt sich plötzlich in das Feuer rein und sagt, ja, das Feuer ist aber auch heiß heute wieder. Bro, was soll denn das? Oh mein Gott. Naja, hoffen wir mal, dass sie wirklich so riesig ist, wie es gerade aussah. Dann ist egal, wo ich hinschieße, ich treffe immer die Schlange. Ja, die schlängelnde Schlange. So sieht's aus. Meppo, hi. Anspringen kennst du, spielst gerade Sons of the Forest, okay. Dann bist du vorbereitet, ne? Vorsichtig. Wir wollen nicht, dass diese Dinger nach Hilfe von unten rufen. Leise. Nimm du den linken. Ich übernehme den da rechts. Okay. Und geh nicht durch die rote Suppe, Bro. Ich rücke das vor. Das wird doch nichts. Ich muss mich anschleichen und ihn mit meinem Speer ausschalten. Er darf mich nicht sehen. Ich sollte erst scannen. Den Patrouillenweg prüfen. Ah ja, das ging ja auch. Wir konnten ja markieren, wo die langlaufen. Da ist dein Patrouillenweg. Spur markieren. Okay, das ist... Das ist big. Dann können wir jetzt ransneaken. Sneaky, sneaky, jetzt läuft er. Stein werfen. Ihn in eine Position bringen, in der ich mich anschleichen kann. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Mit unten kann ich zum Stein wechseln. Dann könnte ich den ja jetzt hinter ihn schmeißen. So? So. Jetzt kann ich ihn mit dem Speer ausschalten. Okay. Jetzt schaut er darüber. Dann können wir ran und dann... Wutz! Oh, das war leichter als erwartet. Okay, he died. Und seiner auch, wie es aussieht. Erwischt. Meiner ist auch erledigt. Ja, da kam ein Kopf geflogen. Kommt ein Metallkopf geflogen. Setzt sich nieder auf meinen Fuß. Und der Fuß ist gebrochen und singen kann ich auch nicht. Schön, diese Lieder der Modernen, ne? Tiger MC, hi.
Okay, das hat ganz gut geklappt. Steine sind also auch weiterhin unsere Freunde. Möchte gern mehr Steine sammeln. Ich werde sie brauchen. Wir werden einfach die Schlange mit ein paar Steinen bewerfen und dann passt das schon. Kann ich seinen auch looten? Wo hat er den denn hingelegt hier oder ist er komplett runtergekracht? Er hat ihn einfach völlig demoliert, ne? Da ist gar nichts mehr von übrig. Ah, hier. Doch, guck mal. Bro, du hast hier nicht richtig recycelt. Da werde ich wirklich rasen, wenn ich das sehe. Anzeige ist raus. Davon sind noch mehr Maschinen. Wir beide sind dem gewachsen. Sie sabbeln sehr viel gerade. Ja, das stimmt. Die klauen einfach meinen Job, ne? Eiskalt, Junge. Verdammt, ich bin diesmal auf der Seite der Maschinen. So, wir sneaken mal. Der wird sich ja nicht jetzt in diesem Moment umdrehen. Jetzt wuselt er da lang. Oh, es sind zwei. Ich wäre bereit für den Angriff. Ja, das ist schön. Ich würde die aber gern jetzt wieder per Stealth umnieten. Solange das so bleibt, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Und vielleicht brauchen wir nicht mal unbedingt einen Stein. Weil wenn der jetzt hier wieder lang gewuselt kommt, der lässt sich aber auch Zeit, ne? Lelelele. Das Otterleben ist ein schönes Leben. Ja, hör mal, mein Bogen ist auch bereit. Und teile ich das deswegen allen 24/7 mit? Vielleicht. Verrate ich nicht. Ist Betriebsgeheimnis. Gut, dass ich so rote Haare habe in dem Spiel, sonst würde ich hier auffallen. Moin! Putz! So. Sehr gut. Die andere Patrouille ist sehr aufmerksam. Der hat gar nichts mitbekommen. Der wuselt jetzt darüber. Aber schön, dass wenn wir in Deckung sind, egal aus welcher Position so ein Verstohlenheitsangriff drücken können. Bisschen wie bei Assassin's Creed, ne? In manchen Games musstest du ja wirklich hinter den Gegnern stehen. Aber hier Hauptsache verstohlen und ballert, ne? Das ist genau der Lifestyle, auf den ich Bock habe. Jetzt kommt er wieder so rum. Den können wir eigentlich genauso umholzen, oder? Guck mal, wie er angetippelt kommt. Auch schön durchs Wasser. Ja, ja, die Maschine muss rosten. Die Maschine muss... Haben nichts gesagt. Nein, nein, nein. Oh, er scannt hier rein. Aber das Rot meiner Haare beschützt mich auch weiterhin. Sehr, sehr gut. Na dann. Lululu. Lulu, jetzt musst du nur stehen bleiben. Und dann wirst du gebomst, mein Sohn. Zack. Sehr schön. Ich wünschte, das wäre von Aloy so synchronisiert. Jetzt wirst du gefickt, du Eumel. Na, das wäre auch mal was Feines. Aber das hatten wir ja so ähnlich in Forspoken, ne? Das muss dann vermutlich auch wieder reichen. Gut, das waren die. Noch ein paar Blümchen sammeln hier für die Sicherheit. Ich bin übrigens immer noch geflasht, wie wunderschön dieses Game ist. Holy fuck. Wenn ich damals an die ersten PlayStation-Games denke, ne? So Bugs Bunny und Co., wo ich auch dachte, boah, noch besser geht's ja nicht, Mann. Da erkennt man Bugs Bunny und Daffy Duck, ne? Und das waren die letzten verpixelten Drecksfaces. Und man dachte so, krass, viel besser geht's gar nicht mehr. Und jetzt einfach sowas hier, Junge. Was zum Teufel eigentlich? Wie geil kann Gaming sein, echt? Bam! Nur ihm gefällt das nicht so. Warum muss ich eigentlich süße Gräberotter einen neuen Look zu haben? Töten. Ja, ich weiß. Ich hatte nicht viel Zeit, mich zu rasieren, als ich dir hinterher bin. Keine Angst, das ist nicht dauerhaft. Gut. Oder? Entschuldige, dass mein Schnurrbart dich beleidigt hat, Gesalbte. Was ist jetzt los? Können wir doch wieder schweigend Otter töten? Ich habe mich gerade umentschieden. Damn. Okay, mehr rotes Zeug. Du gehst da nicht wieder rein, Kollege, ja, dass wir uns verstanden haben. Taya mit dem 10. Vielen Dank. Dankeschön. Hidden Tusker Mount wäre auch geil. So ein mechanischer Otter. Und noch ein Füchslein. Die Plage ist auch geschafft. Er steht schon wieder da drin. Sag mal, bist du ein Junkie oder was ist denn dein Problem, Mann? Ja, einfach woanders hingucken. Das löst alle Probleme. Die Plage hat wohl das arme kleine Ding hier erwischt. Es konnte nicht weg. Ich hoffe, es hat nicht gelitten. Ich fürchte schon, ich möchte das nicht. Aber wir machen auch keine Anstalten, das irgendwie loszuwerden, ne? So kontrolliert runterbrennen oder wenigstens die Wurzeln rausreißen. Ja, wer weiß, was du dann einatmest, ne? Da hat Aloy vermutlich ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Hier soll kein Loot sein. Das kann ich ja fast nicht glauben.
Hier ist nichts versteckt, obwohl so viel überwuchertes Gedöns. Gar nichts, ne? Da vorne glitzert's, na gut. Dann zählt das hier noch zum Durchsneaken. Man konnte ja häufig auch die Kämpfe gänzlich vermeiden, ne? Da hatte ich nicht so oft Böcke drauf, aber wer das will, kann das tun. Das ist nicht der Standard-Move, oder? Dass ich darüber hüpfe? Nee, das war gerade nur von der Seite. Eine Kohlenpfanne. Ich muss reinspringen. Meine Füße sind kalt. Alles die cool. Die Osserer müssen Sprengstoff gegen Maschinen eingesetzt haben. Ein paar haben sie erwischt. Ja, ist halt effektiv, ne? Schöne Bombe in die Fresse und läuft, Junge. Da kann man sich drauf verlassen. Dann müssen wir rein. Hier Hallo. War wohl eine Barrikade. Die Maschinen haben sie durchbrochen. Ja, die waren hier komplett im Kleinkrieg oder was? Ja, vor allem spätestens, wenn diese Schlange hier durchseppt, dann kannst du ja deine Holzbarrikade sowieso vergessen, ne? Ein kleiner Gesundheitstrank. Das ist für später. Oi. Der Osserlam konnte ihn wohl nicht mehr nutzen. Du hast gerade einen kleinen Gesundheitstrank erhalten. Das Trinken von Gesundheitstränken erfordert Zeit, aber sie stellen Gesundheit sofort wieder her. Oh, und können sie über deine maximale Gesundheit ansteigen lassen. Das erfordert aber Zeit. Ja, wären wir jetzt in Valhalla mit den ganzen Saufwettbewerben, hätten wir genügend Skill, den einfach wupp, in einem Schluck runterzuziehen. Aber Aloy, ja, da sie nicht feiern geht und so, ne, da dauert das ein bisschen. Vorsicht, da sind Fallen. Vielleicht kann ich sie entschärfen. Ja, ich entschärfe die folgendermaßen in der Regel. Und, oh. Oh, okay, mit dem Ausmaß habe ich nicht gerechnet. Aber ja, ich bin übrigens Bombenentschärfer, ne? Wenn ihr irgendwo Probleme habt, könnt ihr anrufen. Und dann komme ich vorbei, Junge, bam, alles gesprengt. Jo, kein Problem, Rechnung kommt, ne? Das etwas andere Entschärfungskommando. Sieht nach dem Lager aus. Vielleicht könnten wir hier selbst ein paar Fallen bauen. Gewaschen. Könnte nützlich gegen die Maschinen sein. Gute Idee. Solange man noch die Wäsche richtig aufhängt, ging es einem doch gut, oder? Ganz ehrlich, die sollen sie nicht so anstellen hier. Bisschen Kühlsaft. Ich will echt niemals in so einem Höhlenlager irgendwie enden. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ich will es nicht. Diese kalte Nässe, die hier 24/7 drin vorherrscht. Junge, da haben deine Hämorrhoiden doch Hämorrhoiden. Das ist einfach nicht schön, ich sag's wie es ist. Aber wir wollen selber basteln. Das da bin nützlich. Ich doch dabei. Halte zur Herstellung einer Sprengfalle unten gedrückt, um deine Jägerausrüstung zu öffnen. Okay. Oh, ich habe nicht die richtigen Sachen für eine Falle. Anscheinend ja, haben die Osserer Maschinenteile abgeschossen. Ah, doch, da die Sprengpaste. Ich genug Materialien kriegen können. Die fehlt. Na gut, dann liegt die hier bestimmt noch rum. Wollte gerade sagen, ich dachte, das sind verschiedene Fallen schon, aber nein, das ist alles, was wir für eine Falle brauchen. Ey, Leute, du hast völlig recht. Es tut mir leid. Zack. Okay, ich habe jetzt alles für eine Falle. Das gefällt mir auf jeden Fall. Dann machen wir auch eine Sprengfalle. So. Aha. Sprengfalle fertig. Jo, wir machen wenn gleich mal zwei. Wenn die drauf tritt, ist es ganz schnell vorbei. Hier weil. Aloy. Ich glaube, hier geht's hoch. Die erste wird safe verschissen, einfach aus Prinzip. Mehr Rohstoffe. Die haben aber gut was liegen lassen hier, ey. Ich brauche mehr von diesen Lagern. Das wäre einfach nur looten gerade. Das wäre die gute H1Z1-Zeit, von der ich immer erzähle. Rumrennen, looten. Ab und zu mal weirde Leute treffen. Läuft von Löwenherz mit Monat Nummer 4. Vielen Dank. Wo ist das Vieh überhaupt hin? Schlangen mögen Höhlen und dort, wo es warm ist. Ja, möchte jetzt aufhören, darüber nachzudenken. Oh, wir müssen wieder hoch, wa? Wir müssen wieder hoch. Ist das so ein Hakending? Bots? Jawohl. Oh, wilde Kamerafahrt hier. Schön in der Schräge. Schaffe ich es da hoch, Aloy, oder wie machen wir das? Ah ja, da ist auch wieder ein bisschen heller. Sehr schön. Sie haben uns oh, was nicht gesehen. Ich sollte was sind sehen. Das? Das sind die Böseren. Wir sammeln erstmal ein bisschen heilende Beeren hier. Und dann scannen wir mal rein. Die kenne ich aber auch noch. Die sind jetzt nicht völlig neu. Ich habe diese Maschine schon mal gesehen. Ein Wühler. Den kenne ich nicht. Schauen wir mal, wo seine Schwachstellen sind. Vielleicht sollten wir eine deiner Fallen in seinen Weg legen. Oh, das ist eine geile Idee. Wird er da wirklich einfach reinrennen? No way, oder? Wenn ich hier eine Falle hinlege,
Tippe links oder rechts, um die Sprengfalle auszuwählen. Ah ja, das switche ich in dem unteren Menü. Oh, da muss ich auch erstmal wieder drauf klarkommen, ne? Und dann kann ich unten wählen. Und platziert. Oh. Warte, das habe ich mir anders vorgestellt. Die sollten wir hier schnell wieder mitnehmen. Die liegt hier nicht so gut. Ich muss dann hinter ihnen und die in seinen Weg packen. Gerade ist er noch bei seinem Kumpel. Jetzt merkt er, dass der Kumpel tot ist. Der da hinten guckt auch nicht her. Das heißt, wir machen jetzt diesen hier. Und ihr wollt mir erzählen, der erkennt ihn nicht und rennt da voll rein? Das wollen wir uns ja mal ansehen, Junge. Ganz großes Kino. Einfach sich selber vermien. Ja, ganz ehrlich, ist wie PDK-Endboss, ne? Wo du hier den Schnee runterschießen musstest, wenn der dich mit seinen Stacheln verfolgen wollte und dann musstest du den in diese Eisvolts reinkiten. Wenn ich jetzt um mich rum so einen Ring aus Minen bastel, dann bin ich unverwundbar, es sei denn, jemand hat einen Range-Angriff oder traut sich einfach als fliegendes Suizidkommando so Dinge auszulösen. Dann habe ich ein Problem, aber glaube ich, sollte auch hier einen Schritt zur Seite gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da jetzt straight reinrennt. Der muss doch, auch wenn er hier eine feste Patrouille hat, muss er doch jetzt erkennen, dass da ein Hindernis ist. Sehr schön. Ja. Oder halt auch nicht, ne? Alternativ. Chef, haben wir irgendwas bei unseren Wachmaschinen vergessen? Nö. Du, die sind auf jeden Fall ready. Die laufen schön ihre Patrouillenroute, ja, kein Problem. Hätte ich ja auch so Mario Kart-Style jetzt eine Bananenschale hinwerfen können, wäre ausgerutscht. Zack, auf dem Rücken gelandet. Oh, wie so eine Schildkröte. Nun gut. Dann nehmen wir das mal mit und den Bruder kann ich bestimmt auch noch looten. Sehr schön, sehr schön. Du hast übrigens gerade die Sprengfalle nicht wieder aufgenommen. Das stimmt, ich habe null. Sondern nur entschärft und abgebaut. Ah, das heißt, ich muss dann eine neue basteln wieder. Weil durch das Entschärfen, ja gut, nehme ich die einzelnen Bestandteile vermutlich mit, ne? Ah, das ist in der Tat good to know. Danke für den Hinweis. Aber den kann ich doch mit einem stillen Schlag wegböllern, oder? Oder wird er das überleben? Na, der fällt jetzt aus Anstand einfach um. Big Bull, hi. Mal gucken. Hallo, mein Freund Putz! Ach, alles schön. Sicher. Gut, gehen wir weiter. Und das war ja im ersten Teil auch so, ne, dass wir sehr schwach waren am Anfang und vor allem ein Kind waren, was häufig zusammenhängt. Und da musste man ja auch echt viel in Verstohlenheit machen. Viele Ruinen der alten Welt. Sind die alle so? Sie haben alle ihre Geheimnisse, aber jeder Ort ist anders. Aber später bin ich ja dann einfach reingesprungen und verreckt, ne? Das wird hier ganz ähnlich sein. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ich mich maßlos selbst überschätze. Und dann zahle ich den Preis dafür. Ich liebe es aber auch schon. Ich bin ja Freund von sowas, ne? In dieser postapokalyptischen Welt hier rumzukriechen. Immer wieder so ganz weirde Eindrücke zu ernten. Immer, wenn ich denke, okay, krass, ist halt ein Dschungel. Dann sieht man auf einmal irgendeine Rolltreppe oder so total überwuchert. Ich mag diesen Stil extrem gern. Auch wenn ich es jetzt IRL nicht sehen muss, ja. Das kann gern reine Game-Geschichte bleiben. Wie kommen wir denn da hoch? Vermutlich hier drüben irgendwie. Ja, das sieht doch so aus, weil jetzt könnte ich hier mal ein bisschen rumhüpfen. Ah, die Kanten. Da sind sie. Ja, Mann. Das braucht ein Game. Ecken und Kanten. Wow, die Maschine von vorhin ist wohl unterwegs. Hoffentlich kommt sie nicht zu uns. Ja, das kann ja auch was anderes gewesen sein. Vielleicht ist deine Mutter gerade aufgestanden, ne? Das ist ja auch eine Option. Was waren deine Hassgegner aus dem ersten Teil? Fliegende Gegner. Ja, fliegende Gegner. Und ich glaube, das wird auch hier so sein, weil... Jetzt auch noch mit Controller, Junge. Das wird richtig krank. Oh mein Gott, hier komme ich da an der Seite lang, oder? Ja, das ist so schön zum Klettern. Zack, oh, mit der Slow-Mo, ja. Junge, ich würde mir hier komplett die Hände aufreißen und dann an einer Blutvergiftung krepieren. Guckt euch mal diesen verdammten Stahlbalken hier an. Was soll denn das? Der berühmte Stahlbalken des Todes. Da kriege ich aber wieder Krankheiten, die gibt's eigentlich gar nicht. Böp. Ah ja? Da draußen zieht ein ganz schöner Sturm auf. Ja, sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde.
Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Das sieht fast so sauber aus wie mein Setup. Der einzige Unterschied ist, dass der eine Lampe am Schreibtisch hat. Und wie groß ist die Maus, Junge? Was ist denn die Maus? Das ist ja ein halber Pizzakarton. Was ist hier drin? Ach, du Scheiße. Ja, sorry, also wenn die Mäuse hier so groß sind, dann hat es die Zivilisation auch verdient, unterzugehen, oder? Daran kann man das ja mal festmachen, würde ich sagen. Oder das ist irgendeine wilde Kombi, so eine fancy halb Tablet und Zeichenpad und Maus, alles in einem. Aber das glaube ich nicht, sonst hätten die Lösungen gefunden für die Probleme und müssen jetzt hier nicht im Freiluftbüro sitzen oder vor sich hin verwesen. Naja, da wollen wir hoch, na, hier ist bestimmt noch was anderes. Maustaste für die ganze Faust, jawohl. Das ist dann, wenn man BM spielt oder Frostmagier in WoW, ne? Da schreibst du dir ein Makro, da hast du immer Stachelfeil oder Tötungsbefehl oder Frozen Orb und Blizzard Works und dann haust du immer nur auf diese eine Taste. Junge, wieder Erster im Schaden, let's fucking go. Da ist so eine richtig einzigartige Maus, ja, ja. Für bestimmte Vorlieben designt. Großartig, wo geht's denn rein? Hier oben. Ah ja, ah ja. Da möchte ich aber noch nicht gucken. Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Oder wie ich einfach rüberlaufen, ne? Geht auch. Oh, viele Glyphen. Die Daten erwähnen Technologie, die Frau Zenith mit Zerodorn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Warum leuchten jetzt so deine Füße, Mann? Hast du neue Schuhe, oder? Zero Dawn Handelsabkommen. Textprotokoll. Datenbeschädigung partiell. Zusammenfassung des Verantwortlichen des Hohen Rats. Die Verhandlungen mit den Vertretern von Zero Dawn sind abgeschlossen und ich bin ausgesprochen erfreut, dass wir uns auf ein beiderseits profitables Abkommen einigen konnten. Es zeigt, dass Zuckerbrot für gewöhnlich besser wirkt als Peitsche, im Gegensatz zu den weniger taktvollen Vorschlägen einiger unserer eher reaktionären Mitglieder. Zusammengefasst liefert Farzenit eine Kopie des Prototyp Homer Archivs, bereits gesendet. 500 Ektogenesekammern müssen aus dem Lager unserer Ninma-Anlage beschafft werden. Zusätzliche Ektogenese-Forschungsberichte. Im Gegenzug erhält Farzenit in der Woche vor dem Start der Odyssee eine Kopie des Alpha-Bilds der Apollo-Datenbank. Unserer Einschätzung des Zero-Dawn-Zeitplans zufolge sollte sie zu diesem Zeitpunkt ein fast vollständiges Archiv des menschlichen Wissens sein. Wir erinnern uns, wir hatten ja mehrere von diesen Untereinheiten, die jeweils verschiedene Gegebenheiten oder auch Informationen sichern sollten, um das Wissen und auch die Macht, wenn man so möchte, der Menschheit, der Alten zu konservieren, sodass dann die nächste Generation davon zehren kann. Das war ja im Finale vom ersten Teil ganz spannend, als wir diese Lehrstation, würde ich es jetzt fast nennen, gefunden haben. Ne? Cool, cool. Es sollte beachtet werden, dass Dr. Sobek nur sehr ungern dazu bereit war, aber ich habe ihr klar gemacht, dass dieser Punkt nicht verhandelbar ist. Als unser loyaler Medienvertreter werde ich weiterhin sämtliche öffentlichen Gespräche mit Dr. Sobeks Team führen, während Daten beschädigt. Na gut. Ein kleiner Einblick und ein paar kleine Erinnerungen. Nice. Die Nutzer hatten ja alle sehr große Hände, ja. Die haben schon frühzeitig... Oh, Aloy, bisschen Kniebeugen hier. 1-2-1-2 Sportprogramm. Jawohl. Und nochmal, neue Runde, neues Glück. Es muss ziehen in den Schenkeln. Ausgezeichnet. Die haben schon sehr früh damit angefangen, die verschiedensten Dschungelpflanzen einzuatmen und zu essen. Und da sind ihre Hände einfach immer mehr angeschwollen, ja. Das ist dann eben so ein Nebeneffekt. Wie schon als du den ersten Teil gestreamt hast, kann ich nur sagen, dass ich genau wegen dem postapokalyptischen Stil vor allem die Fallout-Reihe so sehr liebe. Ja, die ist natürlich dolle anders als das hier, aber klar, letztendlich ähnliche Basis, ja. Zu wissen, dass da vorher was anderes war und zu erfahren, was passiert ist und wie es vorher ausgesehen hat, fasziniert mich immens. Fühle ich, ja. Fühle ich komplett. Haben wir noch was zum Scannen? Irgendwelche Extradaten? Nö. Das war der Bildschirm. Aber sonst anscheinend nicht. Na gut. Na gut, na gut. Na, sei. Rage-Gameplay.
wie bei Kratos ihr Eltern schön reinragen, ne? Nur den einen Button, Junge, ohne Gnade. Zack. Weiter geht's. Große Anlage. Wir müssen wohl hochklettern. Große Schlange. Das passt ja, das hängt zusammen. Das ist einfach ihr Zuhause, ne? Und ich breche einfach ein. Und wir klettern jetzt hoch, wo doch gerade die Schlange oben war, oder nicht? Hier können wir noch eine Leiter runterlassen, vermutlich als Abkürzung. Ja, da sind wir vorhin rausgekommen. Ach, guck an. Ja, an sowas muss ich unbedingt denken, ne? Dass ich diese Leitern wirklich sehe. Lehrenheld, der 57. Dankeschön, dankeschön. Oh, oh, oh. Ja. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Ja, na und? Das muss doch Qualität haben, hier so ein Bau. Da muss man auch den riesigen Mangrovenwurzeln mal Jahrhunderte widerstehen können. Was soll denn das? Da muss mal mehr guter Asbest rein verbaut werden, dann hält das auch, kannst du wissen. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Da beim Tisch ist noch eins von den leuchtenden Dingern. Wir brauchen mehr leuchtende Dinger. Okay, da ist so ein Handabdruck-Scan-Teil. Vielleicht macht das Ding auf dem Tisch irgendwas. Ja, ja, Bro, es ist wirklich Freya all over again. Ich raste aus. Naja, viel mehr scheint erstmal nicht da zu sein. Böp. 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 Anzu. Anzu. Rabenfürst. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia der Kern des Systems in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln, was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Die Räudigen. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt, was nicht stimmt. Thor Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Oh Mann. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Ja, das klappt bestimmt. Dann ist das Game direkt vorbei, ne? Kannst du dann nicht meckern. Info-Update.
Geschätzte Mitglieder des Hohen Rates. Wo kommt das jetzt her? Textdatenbunk-Quest. Achso, das ist eher nochmal eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade hatten. Da habe ich doch gar nicht gelootet. Ja, okay. Sieh mal hier. Hey, nein. Leute, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Ich will mich aber hier umschauen. Mann, wehe, das ist nicht wirklich nützlich. Wo versteckt er sich, der Miese? Zurückgelassen haben. Ihnen hilft sie nicht mehr. Aber uns vielleicht. Oh, bisschen Leichenfleddern, Junge. Da bin ich aber dabei. Das hat ein bisschen Rost angesetzt, das Ding. Aber mehr ist hier in der Tat nicht zu holen. Schade, hätten wir nicht ein paar coole Waffen hier lassen können in diesem Raum. Man bringt da immer eine brauchbare Waffe mit, wenn irgendwas besprochen wird in der großen Firma. Eine Waffe? Danke, Val. Aha. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Siehste, sag ich doch. Was für eine Waffe? Die Frost-Sprengschleuder. Sprengschleudern feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den Brüchigzustand zu versetzen. Gegner im Brüchigzustand sind anfällig für Stoßschaden. Oh, toll. Der Brüchigzustand. Habe ich die jetzt automatisch equipped? Nee, ne? Da müsste ich dann erst in mein Waffenrad und da könnte ich die dann quasi auswählen. So. Machen wir auch. Weil ich schätze mal, die haben wir nicht umsonst bekommen, ne? Könnte mir vorstellen, wir finden hier etwas, wo ich die benutzen muss. Vielleicht etwas Langes? Etwas Schuppiges? Wer weiß. Sagt ja keiner, dass es ein langes Game ist. Du hast nur für die erste Stunde mit geiler Grafik bezahlt. Ja. Bitte jetzt DLC kaufen, wenn sie Kapitel 2 spielen wollen. Ha, ha, ha. Das will ich jetzt hören. Die Schlange wird mir das mitteilen. Das ist eigentlich eine gute. Die schlängelt sich nur um unsere Konten. So sieht's nämlich aus. Die räudige. Oh, ist das Wasser? Nee, das ist Moos. Ohne Moos nix los in der Hose, Alter. Zack. Wir haben... Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Oh. Gut. Das ist auch neu. Beutel voll. An meinen Vorrat habe ich jetzt den überschüssigen Loot geschickt. Das ist ja auch geil, Junge. Wow, wir lassen das nicht zurück. Wir schicken das an unser Vorratslager. Da bin ich als Inventarmessi aber richtig großer Freund von, Junge. Oh, wird das platzen aus allen Ecken und Kanten bei mir. Da, das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Oh, toll. Junge, wie groß das Vieh ist. Was zum Teufel? Warum existiert das überhaupt? Kann das nicht woanders sein oder einfach überhaupt nicht da sein? Das wäre auch okay. Ich wäre cool damit. Ja, also wenn es Bock hat, kannst du ja jetzt einfach... Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Verschwinden. Waffen wechseln. Ja, das hatten wir ja. Mit R die gewünschte Waffe auswählen. Aber komme ich da überhaupt ran bis zu dem? Ja doch, das müsste gehen, oder? Wenn ich jetzt von hier sage, Kapau! Guter Treffer. Oh, Big Hit. Big Hit. Und jetzt ist er anfällig für Stoßschaden, ne? Das heißt, ich gehe wieder auf den Bogen und sage dann, wenn er hier hochkommt... Oh, das war ein bisschen schnell. Das war ein bisschen schnell. Aber in der Theorie war das gut, Junge. In der Theorie war das gut. Vielleicht jetzt dann, mein Freund. Boom, da fällt er schön auf die Schnauze. Oh, Big Hits only. Yes, sir. Damn. Okay, das, ja, war etwas schneller alles, als ich gedacht habe, aber gut. Und woran ich unbedingt denken muss. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Ja, Junge, wenn so eine Riesenschlange auf dich zumarschiert, dann hast du in der Regel keine Chance. Das ist wohl so. Das wird uns ähnlich gehen, aber ich werde dich einfach einfrieren mit meiner geilen Schleuder. Also, dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war, dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farsine? Nein. Er war schlimmer. Hier kommen wir vielleicht rüber.
Wie schön das Wasser aussieht, aber das ist bestimmt eine Falle. Da kommt gleich der Krokodok. Ja, ihr müsst daran denken, dass nicht X ausweichen ist, sondern Kreis, Junge. Ich habe eben auch einen Angriff gefressen, weil ich dachte, ich roll zur Seite und machte dann diesen hier. Big Dodge. Der Gameplay-Großmeister ist zurück. Da wollen wir runter, na, das kriegen wir doch hin. Die Schlange länger scheint ja weg zu sein. Das ist nur die Hosenschlange, ja. Die Hosenschlange des Dschungels. Ist so. Feuer sieht auch geil aus, ja. Und Krokomaschinen gab es wirklich. Die sind immer so aus dem Wasser gesprungen gekommen. Das war richtig krank. Das sah so ähnlich aus wie der Hit, den ich gerade gefressen habe, weil die auf einmal in meinem Gesicht hingen. Aber hier sind bestimmt keine in irgendeinem See, in einem Dschungel. Es sind auch keine Krokodile drin. Ha, wer glaubt denn sowas? Völliger Blödsinn. Aber hier sind kleine Fischis sogar. Schaut mal, wie belebt es hier ist. Oh, toll. Die nagen jetzt die Hornhaut von meinen Füßen. Oder es sind Piranhas. Dann nagen sie einfach den ganzen Fuß ab. Auch okay. Dann habe ich zumindest keine Schmerzen mehr in den Füßen nach dem Meterlauf, den wir hier zurücklegen, wa? Ist ja doch der ein oder andere, den wir da zurücklegen. Da kann ich jetzt rüber hopsen. Weiß noch nicht genau, warum. Ah ja, hier sind noch ein paar Blümelein. Und hier sind schöne Wasserfälle. Ah, herrlich, Junge. Liebe ich, liebe ich. Komme ich darüber gesprintet? Bestimmt, oder? Let's go. Bam. Nope, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht hätte ich mich da auch mit meinem Haken irgendwie ranziehen können. Ist ja so ein bisschen Spider-Man-mäßig, ne? Zack, zerab. Da haben wir eine Zipline. Die würde darüber gehen. Weil von hier komme ich auch nicht so viel weiter, wa? Was ist das jetzt? Zur Kante fallen lassen. Ich will mich da ranziehen. Ah ja, das geht tatsächlich. Gut, 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 gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir uns vor der Schlange verpissen müssen. Und ich mich dann richtig hin und her ziehen muss. Und das bedeutet, wir werden dann leider nicht weiterkommen im Spiel. Dann ist einfach Ende, Junge. Ende im Gelände. Apropos, machen wir gleich nochmal ein paar lustige Mats hier. So, dass das auch richtig sitzt. Und dann geht es hoch hinaus. Zipline aus South Park. Das war auch eine so weirde Folge, oder? Die habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht gefeiert, diese ganze Zipline-Thematik. Aber dann beim Rewatchen war geil. Oh, was ist das denn? Hallo! Mehr große Maschinen, die hier vor sich hinrosten. Super Sache, erstmal scannen eine Runde. Zipline! Yeah! Yeah! Das sieht nicht mehr ganz so gesund aus. Da oben will ich, glaube ich, nicht langlaufen. Nö, nö, nö. Kein Wunder, dass viele Grafikkarten bei so vielen Details anfangen, eine Gewerkschaft zu gründen. Mein Rechner würde jetzt auch ordentlich aufdrehen, wenn wir es nicht auf der Konsole zocken würden. Das ist so. Die PlayStation selber macht aber einen ruhigen Grad. Die ist ganz entspannt, denkt sie. Oh, schön hier mit Aloy, ne? Leiche untersuchen. Wieso geht das nicht? Aloy, wir wollen untersuchen. Los geht's. Jetzt ist der Moment. Anscheinend nicht. Okay, I guess. Warte, ich gehe nochmal ein bisschen zurück. So viel dazu. PlayStation müde, PlayStation schlafen. Untersuchen bitte wann anders oder soll ich einfach scannen? Da stand da aber Dreieck. Nee, soll ich nicht. Da ist eindeutig ein neuer Datenpunkt. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Na gut, so hat's doch funktioniert. Ein Tagebuch voller hastig gekritzelter Glyphen. Tag 1. Wir sind ins Tal hinabgestiegen und in die Ruinen eingedrungen. Der Boss hatte schon immer eine gute Nase für Stöberstellen, aber bei der Schmiede... Er hatte recht, dieser Ort ist unberührt. Wir mussten ein paar Maschinen erledigen, als wir unsere Sachen hergeschafft haben. Lästige Viecher, die aus dem Boden kommen, aber ansonsten haben wir diesen Ort ganz für uns allein. Wir haben unser Lager in der Nähe des Haupteingangs aufgeschlagen. Pharhof hat sich fast zu Tode erschreckt, als er seinen Hammer fallen gelassen hat und er die Stufen runtergekracht ist. Ich nehme an, der kleine Stöber zum ersten Mal, obwohl er was anderes behauptet. Immerhin hat er das Glück, dass wir nicht unter die Erde müssen. Ja, zumindest nicht so, wie sie es geplant hatten. Tag 2. Wir sind weiter in die Ruinen vorgedrungen. Der Boss hat seinen neuesten Prototyp ausprobiert. Er nennt ihn Haken und Zier. Der ist ja auch super kreativ gewesen. Er nennt ihn Haken und Zier.
An dem Namen sollte er noch arbeiten, wenn du mich fragst. Ich habe Faruf einen einfachen Trick zum Schätzen von Beute gezeigt. Je weniger Rost dran ist, desto höher ist der Preis, den man in Meridian dafür erzielt. Alles in allem ein guter Tag, bis er behauptet hat, er hätte die Bäume am anderen Flussufer schwanken sehen. Der Kleine ist nervöser als ein Frosch auf heißen Kohlen. Tag 4. Mitten in der Nacht war ein tiefes Grollen zu spüren. Vielleicht ein Erdbeben, aber die ganze Truppe ist jetzt nervös. Der Boss hat die Hälfte von uns angewiesen, weiter drinnen ein zweites Lager aufzuschlagen. Er meint, wir räumen die Ruinen schneller aus, wenn wir uns aufteilen. Ich werde nicht widersprechen. Ich glaube, ich mache eine Trainingsattrappe für Faruf. Der Kleine würde nicht mal gegen einen Gräber ankommen. Tag 6. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Der Kleine hat's nicht geschafft. Eine Maschine hat ihn an der Flussquerung mit Säure beschossen. Ich kann sie da draußen hören. Ein paar Minuten ausruhen, dann wollen wir loslaufen und... Dann kam die Säure auch zu ihm. Damn, Boy. Nicht so ein schöner Bericht gewesen. Debo mit dem 24. und Orenia mit dem 10. Monat. Vielen lieben Dank. Sieht so aus, als hätte die Schlange nicht so Bock, dass irgendwer in ihr Territorium eindringt. Okay. Die ist sauer und die ist kampfbereit. Und sie spuckt Säure. Wenn ich ganz viel Glück habe, ist ihr Säurekanister einfach leer, so viel wie die rumgespuckt hat. Aber ich fürchte, so viel Glück werde ich nicht haben. Oh, die schon wieder. Dann gehen wir mal sneaky peeky rein. Hello, habe ich hier was zum Verstecken? Ja, habe ich. Vor allem habe ich aber noch ein paar Steinchen und Stöcker und Beeren und. Muss es eigentlich nur in diesen Busch schaffen. Oh, das ist aber ein sehr kleiner Busch, Junge. Was ist das denn? Buschinflation oder was? Wir konnten uns nur noch den einen leisten. Na, dann ist es so. Wir haben zwei, meine ich, die hier rumwieseln. Ja, die wieseln sogar relativ kurz hintereinander. Marcel, hi. Aber zumindest, wenn ich einen raussnipe, habe ich doch erstmal ein bisschen Ruhe. Selbst wenn der da hinten jetzt reagiert, was er nicht tut. Was? Oh mein Gott, wie still ist der stille Schlag? Ich meine, der hätte das ja einfach sehen müssen, oder? Der hätte in unsere Richtung geschaut. Damn, Boy. Na gut, ich will mich mal nicht beschweren, wa? Das ist genau die Verstohlenheit, auf die ich Bock habe. Fordi, hi. Ich fürchte nur, jetzt wäre ich zu langsam. Bis ich da bin, dreht er sich bestimmt um und scannt nochmal die andere Richtung. Ja. Und er ist auf Krawall aus, der Miese. Ob ich den aber trotzdem wegboxen kann, wenn ich hier so um die Ecke komme? Oh, der wittert. Junge. Er riecht das Blut. Er riecht den Zorn. Aber ich glaube, mein Versteck ist nicht so geil. Ich hätte noch einen kleinen roten Busch gebraucht, ne? Weißt du was, du mieser Eumel? Wenn du nicht herkommst, dann bin ich gleich der rote Busch und entfessel meinen Zorn. Ah ne, er ist wieder lieb. Guck mal. Ja, Wieselflink. Macht auch euer Wieselflink. Vorsicht jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Einmal rüber, einmal rum. Und dann bin ich da für dich. Putz. Oh, damn, Boy. Das war anscheinend nicht wie geplant. Und da ist noch einer, oder was? Der gräbt sich ein. Schöne Kühlbombe drüber. Der da hinten auch. Jawohl. Sie ist brüchig. Ich kann dir mehr Schaden zufügen. Ja, yeah, ich weiß. Ich wechsle schon. Zack. Ich glaube, ich habe die falsche R-Taste benutzt. Das war nicht so gut. Putz. Oh, schöne Hits, Junge. Sehr, sehr schön. Ich habe, glaube ich, den schweren Angriff gewählt. Au, Junge, was war das denn? Genki-Dama oder was? Holy shit, da ist er schon. Mit einem Sprungangriff aus der Erde. Okay. Nee, ich glaube, wenn die... Können Sie im Fokus markieren und im Auge behalten. So okay. Wild sind... Direkt durch die Mauer. Jetzt hier raus? Dann wechsle ich echt auf Nahkampfangriffe, Junge. Sonst bin ich zu nervös, wenn ich ihn mit dem Bogen ziele. Der kommt auf mich gesprungen. Da kriege ich never die Rolle noch hin. Da mache ich wieder den hier. Den guten Slow-Mo-Jump. Gut, merke, Verstohlenheitsangriff ist echt nur der einfache. Wenn ich den schweren nehme aus Verstohlenheit heraus, dann ist es nur der normale schwere. Naja. Gut zu wissen. Was haben wir hier? Bisschen mehr Heilkraut und bisschen mehr Kiste zum Plündern, Alter. Zack. Nehmen wir alles mit hier. Rein in die Tasche. Gar kein Problem.
Aber bisher geht's mit dem Zielen. Ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Ich dachte, ich treffe deutlich weniger, aber da ich die Gegner auch so ein bisschen verlangsamen kann, eine Leiter. Hilft das natürlich schon weiter, ne? Der Frostmagier ist real, Junge. So, da ist eine Leiter. Wo denn? Ah, da, die darf ich wieder runterschießen. Putz. Nice one. Die hatten aber viele Leitern hier, hör mal. Großartig. Die ganzen Feuerleitern bestimmt für die Fluchtwege, war. Darum hatte jeder Angestellte einen Bogen auf dem Rücken. Dass er die im Ernstfall runterschießen kann. Aufzug im Brandfall nicht benutzen. Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Aber Bogen schon. Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Junge. Ich auch nicht. Okay, richtige Frohnatur. Na gut, wenn man eine Kriegsmeisterin ist, dann hat man vermutlich auch nicht so viel zu lachen, wa? Da kann man nicht im Dschungel rumklettern und lustige Textdateien scannen. Hier haben wir auch gar nichts, nur einen Haufen Grünzeug. Wie kommen wir da jetzt rüber? Das macht hier alles den Eindruck, als könnte es jederzeit reinstürzen, hätte ich fast gesagt. Aber einfach umstürzen, runterfallen, egal, alles davon, Junge. Früher sind wir ja auch gerne als Kinder in so alten Fabrikgebäuden rumgeklettert, aber nie so weit oben, Junge. Wurden zwar auch zwei unter Stahlträgern begraben, RIP Tommy und Gustav, aber bisschen Schwund ist immer beim Klettern, ne? So hoch wäre ich da nie hinausgekommen. Jetzt haben wir hier eine Treppe. Aber diese Treppe, naja, war jetzt nicht so gewinnbringend. Okay. Dann klettern wir hier halt hoch. Dann machen wir unsere eigene Treppe. Egal. Oh Gott, es sind mehrere. Wow. Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie. Warte, dass wir die nicht direkt... Ich muss um es irgendwie in die Senke fallen zu lassen. Dass das auf die drauf fällt, ne? Yo, what? Das ist eine sehr gute Idee. Ich hatte kurz Angst, dass wir full Leroy Jenkins gehen, einfach reinspringen. Aber nein, wir springen nämlich runter. Mhm, gleich ein ganz anderer Weg. Nice one. Hier ist auch genügend Zeug zum Verstecken. Frage ist, ist das ein gutes Zeichen? Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Ja, sicher. Das wird schon. Nur müssen wir uns den Weg auch erstmal ein bisschen freiräumen, wie es aussieht. Wo ist denn der hin, der da gerade war? Hello, da drüben steht er. Naja, und wenn ich die markiere, dann sehe ich die sogar, wenn sie unter der Erde sind. Das ist natürlich sehr hilfreich, weil dieser eine Jump-Angriff, der kam schon ziemlich überraschend. Wie läufst du denn da jetzt hin? Jetzt drehst du dich da um. Yeah, yeah, yeah. Genau so mag ich dich, mein Freund. Zack. Auf Wiedersehen. Der anale Zerstörer ist zurück. Oh, oh. 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 Du hast nichts gesehen. Dein Freund ist nur tot. Ja, ist nicht so schlimm. Du findest neue Freunde, weißt du? Du musst keinen Alarm schlagen oder so. Oh, er kommt näher. Aber die scheint kein Problem mit dem roten Zeug zu haben, ne? Ist nicht so, dass die Pflanzen und deren Ausdünstungen, Säfte und Pollen irgendwie die Sensoren blockieren oder so, hätte ja sein können, ne? Aber nee. Der erkennt jetzt, sein Buddy ist tot. Und er selber auch. Ja, yeah, sehr gut. Schau mal, jetzt seid ihr wieder zusammen im Maschinenhimmel. Ja, ihr seid jetzt zusammen in der Cloud. Einfach reingespeichert, Junge. Sehr gut, da ist der Dritte im Bunde. Mein Begleiter vermisse ich irgendwie so gar nicht im Moment. Weil der hat nur reingebackseatet. Und er hat auch nicht mehr so wirklich mitgekämpft, ne? Darum ist es jetzt eigentlich kein allzu großer Unterschied mehr.
Kann ich von hier vielleicht nochmal einen Stein schmeißen? Warte, wie war das? So einfach, oder? Ich will fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Naja, will ich das? Anscheinend will ich das. Ja, anscheinend will ich das. Okay. Oh, und wenn ich so betäubt bin, dann... Putz, Junge. Dann kann ich gar nicht reagieren. Okay, Wuchtangriffe sind sehr starke Angriffe. Die kann ich so aufladen. Wenn sie am Boden liegen, dann kann ich wieder reinstechen. Messer rein, Gedärme raus. Okay. Okay, okay. Das heißt, das ist wirklich die Aufladung. Ah. What? Wow. Oh, der ist natürlich schwer durchzukriegen, aber wir haben gesehen, wenn er durchkommt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wow, kann ich den nochmal ohne Busch sehen? Warte, so. Aufladen und... Rums, was für ein Move. Ach du Scheiße, also die Großen wird das bestimmt nicht dolle stören, aber die Kleinen, die fallen ja dann komplett aus der Rolle, ne? Ehre, sage ich. Chernobyl mit dem 56. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe gerade ein Blatt gelocht, aber das nur am Rande. Ich danke dir für diese wunderbare Information. Fragt man sich ja häufiger, ne? Ist der oder die da hinten heute schon gelocht worden? Oder wie läuft das? Das muss auch geklärt werden. Das sind so gesellschaftliche Tabus, ja, mit denen ich nicht viel anfangen kann. Zumindest nicht in dieser Tabuform. Kann ich es aufbrechen? Kann ich nicht. Bam, aber der Versuch war da. Wo ein Wille ist, ist auch ein Aufbrechen. Dachte ich zumindest. Naja. Ziba, Kai. Kraft legt sich heute wieder mit der Technik an. So kennt man ihn. Ganz genau, ganz genau. Mehr rote Sotsche. Was ist das hier für Zeug gewesen? Golddornpfeffer. Aha, aha. Nehmen wir da. Mit. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Ah, gucke. Na, das passt doch. Nice one. Ja, man kann hier natürlich auch ganz simpel mit Verstohlenheit durchmarschieren, aber ich wollte ja wenigstens ein paar Sachen wieder ausprobieren, ne, dass das auch sitzt. Sonst vergesse ich nachher wieder, wie ich einen Stein equippe und nicht und wie ein schwerer Angriff war und, und. Darum ist ja immer erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln. Na, dann nutzen wir die Stange. Yo! Okay, da kommen wir auch hoch, oder wie ist der Plan von hier aus? Darüber kommen wir nicht. Tippe Viereck an, um dich fallen zu lassen. Aber warum? Um gleich den nächsten anzuvisieren? Nee. Damit ziehe ich mich wieder hoch. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Springe und tippe X, tippe vor dem Erreichen Kreis. Ach so, Kreis, Junge. Seht ihr, so wie dazu. So. Kreis. Oh. Wow. Big Jumpies. Okay, okay. Wie war das gerade mit den ganzen Tasten und Kombos? Scheiße, dann muss ich mir alles merken. Aber das wird ja mit der Zeit. Das geht dann ins Muskelgedächtnis. Und dann passt das schon. Dafür, dass du ca. 2 Jahre kein Horizon gespielt hast, machst du es ziemlich gut sogar mit Controller. Dankeschön. Bin auch zufrieden. Die ganze Zeit haben also 3 riesige Maschinen Osaram getötet und überall Säure vergossen. Ach, na toll. Aber der Moment wird kommen, Gervenius, wo wir beide diese Aussage bereuen werden. Auch das ist in Stein gemeißelt. Oh, das klingt ja gut. Ja. Heiliger. Jetzt bin ich erst recht froh, dass ich früher nie groß rumgeklettert bin. Mhm, obwohl ich auch keine riesigen Schlangen im Hinterhof hatte. Glaube ich zumindest. Bei Tobi sah das anders aus. Der meinte immer, er hat gerne eine Schlange im Hinterhof. Dabei hat sein Haus gar keinen. Merkwürdig. Okay, wie machen wir weiter? Weiter hoch oder vielleicht mal scannen für die Sicherheit? Irgendwas Schickes übersehen? Nö, nö, nö. Oh, doch, da muss ich ja nochmal runter. Das ist ja eine richtig dicke Kiste, Junge. Mhm, mhm. Dann holen wir uns die erstmal und dann muss ich irgendwie darüber, wie es scheint. Okay, stabile Landung. Nicht alles ist kaputt gegangen. Das ist gut und von hier kommen wir da hoch. Ja, Ehre. Das läuft doch hier mit dem Schwinger. Zack. Geisteskranker Move, echt. Geschafft. Aber in letzter Zeit alle Games so ähnliche Mechanik, ne? Kratos zieht sich ja auch mit seinen Klingen so hin und her. Ruffy mit der Gum-Gum-Pistole in den Abendstreams. Mann, Aloy hier mit ihrem Zugschwinger, sponsert bei Deutsche Bahn. Sehr, sehr wild. Hm, ich glaube, ich sollte da rüber, oder? So. Vorsicht! Oh, oh Gott, Junge! Ach du Scheiße!
Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten. Eigentlich keine Höhenangst, ne? Aber das hier, das ist ja anders verstörend. Alter, da ist er durchgerostet bis zum geht nicht mehr. Gut, dass Aloy das übernimmt. Sowas in VR wäre auch einfach völlige Achterbahn. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht komme ich damit rüber. Ja, das Kabel nutzen wir, oder? Schön die Zipline. Einfach ran. Jo. Easy. Ja, jetzt nur irgendwas finden zum Festhalten. Jo. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Nee, Junge. Fast auseinander. Here we go. Ah, nein, Mann. God of War spielst du auch mit Controller, oder? Ja, das stimmt, aber da habe ich ja auch oft genug gemeckert, ne? Und hier muss ich ja mehr aimen mit dem Bogen. Kratos hatte ja glücklicherweise keinen Bogen und die Axt war oft gnädig. Das sind anscheinend viele Klammern, die das Shuttle fixieren. Mal sehen. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Hilft aber natürlich, ja. Sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Wollen wir mit dem Shuttle nicht einfach zum Mond fliegen oder so? Ich glaube, dafür hat es auch schon die besten Tage leider hinter sich, ne? Na gut, sind hier denn Maschinen, die rumcruisen? Hello? Noch mehr Maschinen. Wo denn? Warum sehe ich die wieder nicht? Dann gehen wir erstmal in Deckung. Ah, da hinten! Ja. Na gut, dann sollten wir erstmal aufräumen, ne? Da ist zumindest einer, den markieren wir uns. Und dann gucken wir, dass wir den schön weggeschottet bekommen. Problem ist nur, da rechts ist, glaube ich, auch noch einer. Aber was soll's. Wer nicht wagt, der nicht Maschinen killt. Bitte guck jetzt nicht zu mir. Dann könnte ich eventuell, wenn ich jetzt ganz mutig bin und auch ein bisschen dumm, dann könnten wir... Bam! Nice! Trophäe erhalten, Leute. 100% Run. Let's fucking go! Horizon VR kam vor circa 2 Wochen raus. Da habe ich auch ein bisschen was von gesehen. Sehr, sehr spannend. Auch viel Gutes gehört. Was mich sehr freut. Für VR allgemein, aber für Horizon natürlich erst recht. Wo ist der andere Eumel jetzt hin? Da hinten. Ist irgendeine Markierung? Nee, da ist er. Ah, sicher, ich habe mir wieder die Patrouillenroute nicht angeschaut, aber dann hätte ich gesagt, wir warten hier in diesem Busch. Na, das ist auch nur so ein Frettchen wieder. Herr Frettchen, Sir, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Alles ist fein. Ich finde das so verstörend, dass sie auch was Niedliches haben. Wie so ein Tamagotchi, oder? Man will ihn füttern. Mit einem Speer. Yeah. Zack. Einmal Ohrenschmalz entfernt. Ja, Bruder, zappel schön rum. So fühlt sich das bei mir auch immer an. Belassen. Oh, mehr Holz. Ja. Gutes Holz mitnehmen. Ich glaube, das waren alle. Wenn jetzt noch eine lebt, dann habe ich halt Pech. Aber hier komme ich auch nicht weiter, oder? Kommen wir da hoch? Sah kurz so aus, als könnten wir da klettern. Aber wie soll das gehen, Aloy? Kommen wir hier irgendwie ran? Haben wir einen Haken? Nee, auch nicht. Kein, hi. Greffe also ein PlayStation 5 VR-Kit. Irgendwann bestimmt. Aber momentan haben wir noch so viel anderen schönen Stuff. Dennoch, why not, ne? In einer nicht allzu fernen Zukunft. Wäre bestimmt witzig. Die Gefahr ist halt nur da, dass sie nach 10 Minuten wegen Motion Sickness alles vollkotze. Aber da müsst ihr dann durch. Und mein Schreibtisch. Ich werde weiterspielen. Das etwas andere Commentary, Junge. Schön den ganzen Monitor vollspeien. Jawohl. 10 von 10. Nee, anscheinend komme ich hier nicht so hoch, wie ich das haben wollte. Oder ich war jetzt zu blöd, den Punkt zu finden. Wir können ja nochmal kurz aufstehen und scannen. Aber auch da sehe ich nicht so viel. Und Schei, Junge. Schei versucht dann zu helfen, ne? Es geht einfach weiter, Junge. Der Strahl, er kommt rausgeschossen. Da oben ist ein Aufzug. Ziel markieren. Also komme ich doch irgendwie rauf, oder was? Die Frage ist schon wo. War hier vielleicht? Das ist das Problem, wenn man überall um Gebäude drumherum rennen kann. Überall könnte halt auch ein Einstieg sein, ne? Außen, drinnen, links, rechts, oben, unten. Scheiß Schüssel. So ein großer Junge. Oh, toll. Nö, ich find's for real nicht. Das hier sieht halt nach wie vor super verdächtig aus, aber... Da hat's ja auch nicht so gefruchtet mit meinen Plänen, wa?
hier irgendwas anvisieren möchte. Auch wenn ich umschalte, vielleicht was ranziehen. Ach lol, warte mal. Oh wow. Ich gehe hier hoch und spring da rüber, oder was? Top. Ja, da hat sich richtig gelohnt, den Einstieg zu suchen. Puh, super, dass ich da die Zeit investiert habe. Die Steuerkonsole könnte da drin sein. Alles zusammen irgendwie, wa? Ja, das kann natürlich auch sein. Na gut. Okay. Dann. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Raus mit die Klammern. Aber so einfach ist es doch nicht, oder? Böp. Klammer lösen. Alarm. Oh ja, das ist aber gute Handwerkskunst. Ach du Scheiße. Oh nein, sie wurden gewarnt. Aber vielleicht denken sie, das ist eine gefrorene Maus oder so. Ein Leckerli. Der Shuttle hängt in den Seilen. Natürlich. Ich muss die Seile. Den Turm klettern, um sie irgendwie zu lösen. Oh! Deswegen Wie kam ich nicht ran. Jetzt auf den Turm? Verstehe, verstehe. Und hier sind doch noch Maschinen. Oh, Bruder, geh mal woanders hin. Nee, nee, hier ist nichts. Dreh dich mal um, bitte. Dich will ich nicht normal fighten. Entspann dich. Dann sollte ich da einfach noch gar nicht hoch. Dann habe ich doch den richtigen Weg gesehen, siehst du? Viele Connections. Und nach all diesen Jahren halten die Seile. Junge, stell dir vor, es ist ein Seil. Oh, er hat mich gesehen, verdammt. So viel dazu. Dann mein Freund, Butz. Haha, hier kommen wir und töten dir oder so. Au, okay, oder du mich, kann auch sein. Au, Mann, ich bin doch gerade erst aufgestanden. Junge, wie wenig kann man denn gönnen? Oh mein Gott. Jetzt bin ich hier ungestört. Bam. Ja, das war aber nicht gut. Wieso springt er mich zweimal hintereinander an, Junge? Das Moveset, oh mein Gott. Da hatte ich auch schon mal bessere Zeiten, ne? Ab einem gewissen Punkt, gerade mit diesen Jagd-Challenges und ab und zu mal Matzfarmen, da hast du dann ja doch gewusst, wie die Herden reagieren, die wir dann zum Teil hatten und so. Aber hier, oh. Er springt mich an, ich bin einfach tot, Junge. Einfach zack. Kopf ab, Guillotine, ne? Und fertig ist die Laube. Ich finde diese Mecha-Kobras wie ein schicke Pätzchen-Goblin-Jäger auf jeden Fall. Mechanische Schlangen haben schon wirklich Stil. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, dass es eine Kobra ist. Aber gut, eine große Würgeschlange konnte es ja nicht sein wegen dem Gift. Tja, Kobra ist auch ein bisschen cooler, oder? Ist schon eine sehr, sehr coole Schlange. Ein Scan mit meinem Fokus könnte helfen. Ja, dann gucken wir mal. Wait, das war nur der Baby-Scan. Aufzug, ja, der ist jetzt hier unten. Den hatte ich ja auch schon markiert, aber da komme ich auch nicht so einfach hoch, wa? Es sei denn, was ist das denn hier? Soll ich das kaputt schießen? Oder was sagt mir das? Oder soll ich da dran ziehen? Warte mal. Aha! Wir schießen schon kaputt, nur anders. Ja. Ja, so bediene ich unseren Aufzug hier im Haus auch immer. Das ist die gute ostdeutsche Baukunst. Nur ist der ein bisschen rostfreier als unserer. Muss ich dem Vermieter mal schicken. Ja, lange Arme muss man haben. Wunderbar. Kitty, hi. Du spielst Forbidden West, dann wirst du auch in den Genuss von Spoiler-Aloy kommen. Das wäre in dem Teil besonders schlimm. Ja, ich bin durch God of War ja vorbereitet, zum Glück. Aber unser Begleiter eben, der hat schon stark an Freya erinnert. Das machen sie gerne, ne? Das machen sie gerne. So, die Treppe ist noch intakt. Sehr schön. Treppen und Leitern braucht das Land. Was haben wir hier? Nichts weiter. Kann ja sein, ne? Dass mal einer vor Angst irgendwie vom Fahrstuhl einen Goldbarren hat fallen lassen oder so. Passiert ja täglich tausendfach. Nur bei mir wieder nicht, ne? Mir wird das wieder nicht gegönnt, ey. Auf die Treppe würde ich sagen, verzichten wir. Aber wo komme ich dann weiter hoch? Doch hier? Ja, das sieht doch gut aus. Zack. Einmal okay, eingestürzt. Das nicht gut. Ich muss die Kabel schnell trennen. Heilige Scheiße, wie laut das halt auch ist, ne? Ich will gar nicht wissen, wessen Aufmerksamkeit wir hier gerade auf uns ziehen. Das kriegt ja jeder im Umkreis mit. Na gut, andererseits haben die vielleicht einfach Schiss und denken, das sind die Schlangen, ne? Vielleicht paaren die sich oder so. Und da will man dann lieber an was anderes denken, ne? Das könnte ich auf jeden Fall auch verstehen.
Wunder, Keim. Craft, ich beneide dich. Warum? Guck mal, wo ich hier rumkletter. Null. Da. Zack. Sehr gut. Einkaufen ist eine echte Qual. Ich hasse Menschen. Zwei so Typen schreien einfach die ganze Zeit Zoe durch den Laden und beim Bezahlen sind sie auch noch vor uns. Ja, vielleicht haben die gerade eine TikTok-Challenge aufgenommen. Oh, noch. Das musst du auch respektieren. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wenn ich drauf schieße, geht sie kaputt. No, oder? Warte mal. Das könnte echt sein. Das war vorhin schon mal so, oder? Nummer eins. Eins weniger. Jetzt muss ich nur noch höher klettern und die nächsten Kabel lösen. Nein, ich bin jetzt nicht dreimal fast gestorben. Oh mein Gott, es ist sogar markiert. Nein. Nein, es ist doch für einen Haken, ne? Oh, come on. Einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Oh, vielleicht hatte Val recht. Aber es gibt kein Zurück mehr. Nee, jetzt nicht. Naja gut, dann bin ich zumindest nicht völlig unfähig, sondern ich habe nur die Reihenfolge nicht verstanden. Ich bin nur ein bisschen unfähig. So ein Glück. Welch schöner Tag mit dieser herrlichen Erkenntnis. Und welch schöner Tag mit dem fetten T3er von Vegabundo, der 21. Dankeschön, Dankeschön. Gut. Was war das jetzt? War da ein Loch im Boden? Oh, no way. Sollte das so sein? Ich hoffe, ich komme da zügig wieder hoch. Völlig witzenlos, Mann. Was soll denn dieses Loch im Boden? Ist das das Team Rocket Hauptquartier oder was? Ich komme hier echt nicht hoch. Wo bin ich jetzt? Das ist alles fürchterlich. Ich hasse diesen Turm. Er sieht verdammt gut aus, der Turm. Aber ich kann ihn dennoch nicht leiden. Und ich fürchte fast, von hier komme ich da auch nicht ran, ne? Weil es ist die völlig falsche Perspektive. Na gut. Was machen wir dann jetzt hier? Die Treppe komme ich anscheinend auch nicht so einfach hoch, oder? Sieht fast nicht so aus. Kann ich irgendeinen coolen Trick anwenden? Hier mit X und Kreis und so? Na, das sah doch aber fast richtig aus. Oder habe ich noch was anderes in der Nähe? Was sagt denn der Fokus? Nö, der zeigt nur das Ziel an. Da wäre der Fahrstuhl. Da bin ich ja gerade lang gekommen, bilde ich mir ein. Greifpunkt, ja. Aber wie manövriere ich mich hier jetzt wieder hoch, Junge? Oh, no. Das ist ja fürchterlich. Von hier vielleicht? Einfach wieder an den Greifpunkt zurücknehmen, ne? Ich bin ja da komplett rumgeklettert. Ah, ich werde geprankt vom Game. Ja, ist so. Ist so. Aber das bringt wahrlich das Feeling von einem seltsam verlassenen Turm. Haha, Turm. Ich habe dich zurückgeprankt, du Miese. Ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen weiter oben. Ich weiß nur nicht, ob ich hier auch wirklich sein sollte, ne? Mal gucken. Wo könnten wir denn weitermachen? Da ist eine Kante. Ach, zum Glück. Puh. Ich hatte fast Angst, dass ich irgendwie so durch den Boden jetzt gefallen bin und auf irgendeiner Ebene landete, wo man wirklich nicht hin soll, ne? Aber so schlimm war es dann doch nicht. Ja, hier waren wir eben. Hier war das Bodenloch und hier kann ich rüber. So. Na, guck mal da. Es läuft doch, Junge. Gar kein Ding. Gesundheitstrank. Ehre. Die Treppe möchte ich nicht nochmal hochrollen. Das heißt, wir können jetzt da rüber und dann sind wir richtig. Ja, big. Und Big Jumpies. Wunderbar. Fast geschafft. Das ist auch so ein bisschen der Schulweg unserer Eltern wieder, oder? Verbindung. Ganz ähnlich gewesen. Erstmal die kaputte Treppe da hochrollen, weißt du. Was? Yo! Oh! Kanister machen so, Schlange machen so. Oh no. Oh no. Junge, das Spiel prankt mich echt. Ja, noch mehr am besten. Ey. Okay, ich sage nichts mehr. Scheiße. Ja.
Ruf. Und einer lebt noch, oder? Jetzt schön im Feuer-Szenario hier fighten. Nö. Oh nein. Du willst ja wohl nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Können wir nicht die sanfte Tour machen? Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Ja, wir scannen erstmal. Das ist eine gute Idee. Okay. Scannerino. Wo ist der Schwachpunkt? Abnehmbar. Oben. Ah, oben diese Leuchtedinger. Okay. Teil markieren. Könnte man machen. Es spuckt aber auch schon fleißig Säure, ne? Irgendwann muss ich ja hinter meinem Felsen mal rauskommen. Da oben die Teile, die müsste ich treffen. Aber... Oh, what the fuck? Ich dachte, es spuckt. Es spuckt mit sich selbst. Zack, die treffe ich doch niemals da oben, diese Pinöppel. Oh, jetzt spuckt es. Jetzt sieht es nach Säure aus. Okay, ein ganzer Säure-Laser. Heiliger, dann erst nochmal. Junge, warum springen mich denn alle Viecher an, wenn sie auch Range können? Das ist ja fürchterlich. Okay, jetzt liegt es da. Ey, das moved viel zu sehr. Wie soll ich denn jemals so einen Stachel da oben treffen? Ich baller hier einfach so in die Fresse. Und sie beißen durch meinen Schutzstein. Oh, no, Junge. Bam. Ja, der saß mal so halb. Hinten ist auch noch was am Leuchten. Jetzt müssen wir eh erstmal wieder Deckung suchen. Die hat aber auch eine Ladung drauf. Heilige Scheiße. Wie sieht's denn da unten aus? Diese rollenden Dinger? Ja, die haben auch geleuchtet. Wow, weg. Ja. Schnell weg und vor allem schnell Muni machen hier. Ja, für unseren Bogen. 20 wieder drauf. Aufpassen. Und da unten die Rollen. Die haben, glaube ich, nicht ganz so stark geleuchtet, aber ist, denke ich, besser als gar nichts. Verbären erstmal looten hier auf entspannt. Ja. Und ready sein für ihren nächsten dreckigen Angriff, wenn sie wieder charge, was sie jetzt tut. Ja, sie hat mir sogar noch einen Stein gelassen. Das ist ja nett. Oh, da ist sie unten. Oh, jetzt könnte ich vielleicht ran. Nee. Ist es nur ein Prank, ein weiterer? Machen die ja gern. Wow, wie ich gelernt habe. Oh Gott, sie ist digitiert. Sie hat neue Moves parat. Big 23er Hit. Zack. Oh, da habe ich einen. Ja, Mann. Oh, da habe ich einen. Ey, Leute, wenn wir dauerhaft rollen, dann vermeiden wir, glaube ich, einen Großteil von dem Giftschaden. Big Hit. Schönes Ding. Jetzt vielleicht da den anderen. Zack. Ja, schön die Schuppen weg. Noch ein. Ja, weg ist das Teil. Sehr, sehr cool. Ich traue mich da nicht ran. Ich sollte drauf ziehen. Aha. Jetzt liegen die Kanister frei, aber das ganze Vieh ist gefühlt ein bisschen freier. Das mag ich ja gar nicht. Oh, der hat gesessen. Big. Big Hit. Dann nehmen wir ihm das Gift damit, oder? Ah, das gefällt ihm gar nicht. Ja, ich verstehe. Würde mir auch nicht gefallen, Kollege. Da muss ich nochmal ganz schnell Muni machen. Gut, dass wir so viel Holz gesammelt haben. Oh, wenn ich den treffe, das wäre ultra big. Ja, fast. Damn, aber wir haben ihm auch so schon gut Schaden gedrückt. Hallo. Das ist so krank gemacht, Mann. Das wäre wirklich wie so eine Schlange nach vorne schnellt, ne? Mit dieser eine dicke Muskel. Aber ich komme nicht ran. Ah, immer so close die Hits. Jetzt kommt meine Chance. Nein! Wackel doch nicht, bleib doch liegen. Wieso wackelt er denn so, hör mal? Schlangentanz oder was? Unangenehm. Vielleicht doch wieder auf den Hals da einfach. Anscheinend ja. Was kommt jetzt? Oh, da ist auch was Leuchtendes. Klapperschlangenmodus oder was? Was passiert? Oh Gott, das ist nicht gut für mich. Oh, das ist nicht gut für mich. Oder doch? Ich muss das Ding schnell erledigen. Eine Falle ja. Vielleicht. Wow, ich versuch's. Frostmunition ist dann etwas, Idee. Was ich hier brauchen kann. Ja, aber wir sollten erstmal ein bisschen weg von dem Vieh, Aloy, weil... Oh, wenn das hier so weit... Ach du Scheiße. Das ist nicht genug eskaliert. Anscheinend nicht. Ich will es eigentlich so richten, aber... Ich glaube, Frostmunition ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee. Pass auf, wir machen hier nochmal Pfeile. Dann switchen wir schnell. Und dann gucken wir... Oh, dass wir gut ausweichen. Aber ich krieg's nicht. Doch, der hat gesessen. Oh, weg. Ja, weg. Der eine hat gesessen. Schön raus. War anscheinend eine längere Eskalationskombo. Okay, schnell ein bisschen Muni machen. Zwei Stück. Butz. Sehr gutes Aim.
Okay, die Range ist absolut ungeil. Ich muss näher ran. Oh Gott, warum denn? Ey, Leute, wir müssen näher ran an das Vieh. Ja, mehr Frost für mich. Au, oh Gott. Oh mein Gott, Mann. Aufpassen, das macht jetzt auch noch Stromstöße. Wieder zum Bogen wechseln, da gibt es bestimmt auch ein Tastenkürzel für, oder? Da muss ich nicht jedes Mal in das Menü rein, nehme ich an. Was machst du jetzt, du olle Zibbe? Zack. Ich würde ja gern deinen letzten Kanister da wegsprengen. Aber du lässt mich ja nicht. Du lässt mich ja nicht. Das hätten wir schon... Oh, Schallwellen. Ah, uncool. Das hätten wir schon längst beenden können, wir zwei. Aber er will nicht. Zack. Ja, ja, ja. Die letzten Prozente. Da wackelt er. Zumindest teast er seine Angriffe auch ein bisschen. Oh, Vorsicht, noch einer. Jo, Stromstöße. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Oh, ja, 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 ja. Ich würde so gern diesen lila Pinöppel da treffen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Shit. So, nochmal schnell jetzt hier. Zack, und jetzt sind wir doch in der Nähe. Vielleicht jetzt ein bisschen gespannter hier nochmal den Frost rein. Ja. Nice. Ey, Level up. Endlich. Jo, die war krass. Das war pretty funny. Es hat nur leider nicht so viel funktioniert, was ich machen wollte. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Was soll's? Wir haben Weg dahin suchen. Schlängelängerloot. Ey, wie bedrohlich das hier wirklich war. Imagine, so ein Riesenkoloss springt dir einfach in die Schnauze, Junge. Das war echt ziemlich, ziemlich krank, Mann. Shire mit dem 29. Vielen Dank. Dankeschön. Oh, ich hätte dem auch was abschießen können. Damn, warte, wie benutze ich das? Wie benutze ich das? Mantul, hi, erster Eindruck von Teil 2. Wunderschön und macht sehr viel Freude. So mag ich das. Oh, boy. Das ist sogar der Elektroteil. Cool. Na gut, ich glaube nur, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, ne? Ich glaube... Das brauchen wir nicht mehr. Aber diese schwere Waffe schränkt mich auch wieder sehr im Movement ein. Ne? Das heißt, im schlimmsten Fall hätte mich die vielleicht sogar gekillt. Hör mal. Naja, looten wir mal noch ein bisschen mehr. Hier ist auch noch so ein Spulensprenger. Ja, die stecken hier überall. Ja, gut. Weiß ich nicht, ob mir das wirklich geholfen hätte. Ich bin ja auch so ein Experte. Ich krieg dann irgend so ein Upgrade vom Game. Komme gar nicht damit klar. Und... dann verkacke ich damit mehr als ohnehin, ne? Das hätte auf jeden Fall auch passieren können. Darum ist es manchmal ganz gut, auch solche Sachen nicht zu sehen. Aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn man eine ruhige Sekunde hat, die ich hier nicht hatte, vielleicht echt nochmal in der Deckungsposition scannen und gucken, ob sie noch was ergibt, ja? Kann man machen, kann man machen. Guti, jetzt noch zwei Donnerkiefer hinterher, jawollo. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Und dann könnten wir gleich nochmal ein bisschen Money basteln, weil da habe ich ja rausgeböllert. Ach du Scheiße, so. Und oben die 20, ja, das passt ja, ne? Dann bleiben wir dabei. Gut. Schlangen erledigt. Der Weg ist frei. Und gegen drei davon hätte ich wirklich nicht gleichzeitig kämpfen wollen. Kann man dann bestimmen, wenn man auf extrem schwer spielt. Mit dem auf ultra schwer. Neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Super duper hyperschwer. Das finden wir nur auf eine Weise raus. Indem wir einchecken, da dürfte ja jetzt wirklich richtig lange niemand gewesen sein. Eigentlich nicht mal ein Plünderer, ne? Wenn die Schlangen hier rumwuseln, Junge. Dadä. Das wäre was für deinen Tauren, die Waffe gerade, okay. Das stimmt. Ich muss zum Serverraum. Der hätte da nicht so die Probleme gehabt. Zum Serverraum. Oi, schönes Licht. Ein bisschen viel Staub hier in der Luft. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber gut. Immerhin mal keine Pollen von draußen, wa? Leicht runtergekommen, die Bude. Aber zumindest ein bisschen Licht ist noch an. Ich hab nur Angst, in den sicheren Tod zu stürzen. Wer weiß, ich muss es sein. Wie tief das hier runtergeht. Darum bleiben wir mal möglichst auf dem offiziellen Weg, oder... naja, auf dem, was davon übrig ist, wa? Zack, alter Ring. Bisschen Müll.
Ist eigentlich auch so ein Gang, der prädestiniert dafür ist, dass irgendwas aus der Ecke kommt, oder? Aber bisher halten sie sich vornehm zurück. Vielleicht haben sie ja auch Maschinen versteckt, ne? Wenn die einen Scan machen und merken, oh, die Cobra, sie killen uns. Schnell, schnell nach Hause, Junge. Hier ist noch ein Info-Tool. Tooli-Tool. Da wollen wir auch reingucken. Jawohl. Was machen wir mit Dalgard? Textprotokoll, Datenbeschädigung partiell. In Sachen Mr. Dalgard, er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Farsenes. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden und, seien wir ehrlich, Oswald fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen, also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir... Daten beschädigt, Bro. Ah, damn. Die Datensätze sind beschädigt. Alles ganz fürchterlich. Siehst du, hätten die das schön in die Cloud gespeist, dann könnten wir das alles runterladen. Einfach nur 10 Stunden hier stehen und Sachen lesen. Aber so haben diese Tropfsteine jetzt nicht dazu beigetragen, dass die Elektronik weiterhin fehlerfrei funktioniert, oder? Sad life. Hello. Yay, EP. Und auch hier ist noch Licht an, gutes Zeichen. Hier ist es ja. Hey, durchgespielt. Neue Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Hi. Oh. Elizabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Okay. Er fühlt sich ein bisschen sehr. Du sollst nicht das super fortschrittliche Terraforming-System stehlen. Hey, Mann. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Ist jetzt Borderlands, sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Mann, was für ein Weirdo. Ja, nicht so gut gelaufen, leider. Ach, Mann. Oh, nein. Aloy? Die letzte Hoffnung und dann so ein Scheiß. Die Göttin? Es gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Das ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Na toll. Schlange umsonst bekämpft. Erstmal klettern zum Stressabbau. Schmetterling. Oh, mehrere. Wir sollten ihnen folgen. Val. Tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung.
nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt, Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay. Besser als diesen Schlangen. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Oh. Mount Time. Oh. Oh. Das zieht im Hintern. Schön ohne Sattel auf so einer Maschine, Junge. Das spürst du noch ein paar Tage. Fühlt sich gerade wieder an wie ein Film. Erstmal Controller wegschmeißen. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Geil, Blumen. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen. Mach Platz. Moin. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Beim Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Der Turm. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Ja, solange da jetzt kein Auge auf dem Turm ist, geht's noch. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Jo, sogar mit fetter Statue, Junge. Eines Nachts, für eine halbe Minute, glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Ja, Stecker wurde gezogen, aber hahaha, er war die ganze Zeit im WLAN. Dö. Belastend, aber es regnet mal. Wie schön, sonst war es wie immer sofort trocken. Alles wird wieder aufgebaut. Nice, wo ist denn meine Statue? War die nicht hier auch irgendwo? Das wird Aloy so überhaupt gar nicht fühlen, ne? Dass hier so eine große Statue, da ist sie, da von hier rumsteht. Wir haben echt eine Option dazu. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Ja, die mögen dich hier. Du hast sie alle gerettet. Voll schön. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Ja, davon wissen die halt nichts, ne? Selbst er ging ja jetzt davon aus, dass Aloy gleich alle Antworten hat, was das war. Aber wir stapfen ja genauso wissenslos durch die Gegend. Lululu. Ab und zu treffen wir mal was mit dem Bogen, aber sonst renne ich auch gern mal im Kreis. Lelelele. Kommt drauf an, wie viele Stecker der Rücken des Mounts hat. Oh, das stimmt. Und wo die sitzen. Mhm.
Da fixiert man sich sonst anders, ne, wenn es keinen Sattel gibt. Ja, ja, ja. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Ist da Son Goku drin, oder kannst du die Statue sprengen? Das wäre schon echt witzig, oder? Wenn man die beschädigen könnte, wie bei so einem alten Mario Party Minigame. Aber es sieht nicht so aus. Ja, fliegt aber ganz schön was weg, Junge. Putz. Meine Pfeile haben ordentlich Wumms, aber die Statue bleibt stehen. Die krieg ich niemals da raus. Was? Oh. Was zum... Nein, das macht er nicht. Er kann nicht. Ja, immerhin hat sie den richtigen Gedanken direkt. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Oh, damn. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich meine, es hätte jetzt Excalibur sein können, aber anscheinend war es so Anti-Excalibur, ne? Und wir stürzen einfach alle in den Untergang. Juhu, was für ein geiler Move. Dr. Fans mit dem 10. Monat. Dankeschön. Na, dann klettern wir mal hoch. Benutze eher, um die Kamera zu bewegen. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Darüber? Ach so. Ah, okay. Und mit O? Ah, wow, das hätte mir vorhin, glaube ich, weitergeholfen beim Klettern. Naja. Hat ja zum Glück nicht lang gedauert, ne? So machst du ja so gern. Juhu! Endlich wieder klettern. Da sehe ich mich. Komme ich hier wenigstens direkt hoch? Nee, da geht's schon los, wa? Wie wär's denn damit? Auch nicht. Scheiße. Ja, so beginnt es. Nee, sehe ich einen genauen Weg schon? Ich komme doch da never ever richtig hoch, oder? Da ist zumindest irgendwie eine Leiter. Na, dann klettern wir hier halt weiter. Das reimt sich gerade alles viel zu sehr. Ich möchte das nicht. So, rüber. Ja, und darüber. Na, guck mal. Hier, der Kletterlord, Leute. Keiner kann mich aufhalten. Sei denn, ich mache wieder irgendwas in der falschen Reihenfolge. Naja, dann halte ich mich selber auf. L2 gedrückt und Dreieck. Achso, jetzt brauchen wir wieder unseren Zugwerfer. Für was denn? Um den ranzuholen? So, yeah, der gute Kran hier. Sei der Kran, sage ich. Sehr, sehr gut. Hüpfi? Ja, Hüpfi ist für uns da. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht auch wieder mit unserer geilen Spule? Können wir irgendwas machen? Irgendwas aktivieren oder muss ich scannen? Naja, da das an der Seite aufploppt, muss ich scannen, wa? Hätte ja sein können, dass ich auch so mal eine geile Idee habe. Anscheinend nicht. Extreme mit dem 4. Vielen Dank. Dankeschön. Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Ach doch. Lul, what? Dann hatte ich ja doch die richtige Idee. Schön. Gucke. Zack. Warte. So. Ja, mit Spannung. Geschafft. Ja. Jetzt sollte ich da hochkommen. Schön. Kaputt gehauen. Okay. Um einen Greifpunkt zu nutzen, gehe in Reichweite und tippe X schnell an. Ich hoffe, ich bin jetzt in Reichweite. Bin ich? Sehr, sehr gut. Da habe ich noch kein Gefühl für. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Oh, dann gibt's aufs Maul. Ja, wenn er clever ist, könnte ich hier hochklettern. Sagt er uns das nicht? Dann vielleicht die andere Seite, aber die andere Seite sieht halt genauso aus, oder? Der Rap-God, Junge. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Von innen? Was? Greife mit L und tippe X. Um zwischen entfernten Klettergriffen zu springen. Da drüben? Oh, ja, 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 ja. Junge, habe ich kein Gefühl für die Abstände. Es ist ganz schlimm. Ich denke mal, ich krach komplett runter. Scheiße.
Aber Aloy hat das im Griff. Mal sehen. Erstmal anmachen, was soll passieren? Werden ja keine Übertragung senden. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Nicht noch mehr klettern. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Wow. Besser klettern als unter Wasser, das stimmt allerdings, ja. So eine Kletterpassage mal im Raid, Junge, auf Zeit. Giga-Rip. Unmachbarer Boss confirmed. Da ist der Knoten. Ja. Rein damit. Kompass. Mistka. Na, Aloy. Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ey. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Der Räudige. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte, zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also danke. Wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen. Und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Junge. Was soll denn das? Dieser Dreckige. Zu viel Grönemeyer gehört, oder was? Tief im Westen. Westen. Dann. Gerade überlegt, ob sie jetzt völlig ausflippt, ja, aber bringt uns auch nicht weiter. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Ja, können die das überhaupt raffen? Val hat das ja immer noch nicht verstanden mit Göttern und Technik und... Vielleicht sollte ich da auch ein bisschen was vorsingen. Westen, Jungs! Na, gucke. Direkt hergeguckt, scheiße. Naja. Dann lassen wir das. Du bist reingegangen, Herr. Veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt, und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen, in 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren, statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ja, aber weniger Schlangen vielleicht. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Junge, der Kleine. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell.
Geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Fancy. Setz es auf. Hatte kurz Angst, welchen Speer sie mir jetzt zeigen. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Schon sehr weirder Stil, aber ich mag's. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Dieser Speer ist nun mein Freund. Mit dem werde ich viel Zeit verbringen. Erhalten Streiferin-Speer. Ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Eine Werkbank. Du kannst die Sichtbarkeit von Aelors Kopfschmuck im Bereich allgemein ein- oder ausschalten. Ja gut, so schlimm finde ich den jetzt nicht, ja. Den finde ich eigentlich okay. Mit Stürmisch haben wir Erfahrung, das ist wahr. Scheint eine dieser Wochen zu sein, ja. Okay, erstmal umgucken hier. Viele Leute stehen hier rum, mit denen wir quatschen können. Aha, aha. Und hier drüben sieht's doch recht verdächtig aus. Denk mal aus. Ein Denkmal? Dann hol den Vorschlaghammer. Den Gefangenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Ja, und in all diesem Chaos haben sie zumindest erstmal ein Denkmal gebaut, ne? Dass die auch nicht vergessen werden. Sehr gut. Modifiziere deinen Speer. Es ist halt gerade alles irgendwie markiert, ne? Das ist ganz schön frech. Was haben die denn zu melden? Moin! Oh. Na? Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Twitch Prime! Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Ja, ich schreibe einen Guide. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Ich werde es versuchen, ja. Ich muss, ne? Ich muss. Heute zum letzten Mal. Denk an den Erfolgsraid. Mal sehen, ob wir es in einer Runde schaffen, ne? Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avad. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenaktgebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Die Tenakt, die sind vermutlich im Krieg mit dem Stamm der Te angezogen, ne? Die sind schon seit Jahren verfeindet. Da haben wir noch ein paar Infos. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt.
Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Glaube ich gern. Gesandtschaft? Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichts Toren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Oh, diese Handposition, die er immer einnimmt, ist ja mega anstrengend, oder? Der hat doch richtige Ellbogenmuskeln. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Es sei denn, er hat geilen Loot dabei, ne? Da muss er leider sterben. Itamin wirkt glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Junge. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich sage wohl etwas, dass diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig angenehmer Talk sitzen. Wenn Itamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Ach so. Bei dir klingt das so einfach. Ey, Mann. Okay, danke fürs Gespräch, Bro. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Er hat hart getried, ne? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen. Wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle Faust und Aloy stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle Hören und Aloy nutzt ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz und Aloy bekundet ihr Mitgefühl oder verleiht ihren tiefen Überzeugungen Ausdruck. Ein schöner Gedanke. Boah, weiß nicht. Also, er ist schon mies am Simpen, ne? Der Simp-König. Moment, eine Frage noch. Stehst du auf Männer, die eine Sonnenkrone tragen? Ganz allgemein gefragt, ja, für einen Freund. Ja, also ich will ihn irgendwie nicht verteufeln. Ich fühle jetzt aber auch hier keine Romanze. Ich fühle die Logikoption hier, die Einsicht, ja. Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet.
Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Aloy. Unsere Hoffnungen begleiten dich. Ja, ist schon ein guter, aber das war jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, Mann. Nachher macht er noch irgendeinen Blödsinn, wenn wir was anderes wählen. Gut, Leute, dann sind wir mit unserem ersten Horizon-Stream am Ende. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es gespeichert hat und bin mir auch nicht sicher, ob hier irgendwo ein Feuer ist. Aber ja, ich denke, so weit weg sind wir jetzt nicht von einem möglichen Save-Point. Darum glaube ich, das passt als Punkt für einen entsprechenden Cut. Ansonsten führen wir den ein oder anderen Talk halt nochmal. Es waren ja jetzt keine 3 Stunden. Darum Dankeschön, dass ihr zahlreich mit am Start wart. Vielen, vielen Dank für den wunderbaren Support, die nicen Talks und Dankeschön auch an Aloy, ne, für die stabile Performance, außer vielleicht beim Klettern. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Wir gehen jetzt in unseren Erfolgsrun, den höchstwahrscheinlich letzten Raid vom Gewölbe. Bin ich sehr gespannt, wie das so läuft und dann hören wir uns hoffentlich montags und dann auch künftig immer donnerstags wieder mit weiteren Abenteuern im zweiten Teil von Horizon. Nämlich Forbidden West, da wollen wir dann auch hin. Macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!